Moin Moin und hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Abend, die Damen und die Herren, zu einer Runde Rustalot. Ich bin sehr spät dran für das große Turnier, das beginnt nämlich in Kürze. Deswegen habe ich gar nicht viel Zeit für großen, immer gern gesehenen Smalltalk mit euch. Wir müssen uns direkt hineinstürzen in das Geschehen. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ich habe alles vorbereitet. Und wir sind, komm mal hier, zack, zarab, sind wir schon im Spiel? Habt ihr Sound? Ja, ne? Ihr habt Sound, ich hab Sound, das ist gut. So, und zwar ist heute ein großes Turnier. Der Gewinner dieses Turniers erhält die Hand der Prinzessin. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube ihr nichts mehr. So, wir müssen schnell zu unserem Pferdchen. In Kürze beginnt das Turnier. Ich weiß überhaupt nicht, wo das ist. Es ist ein bisschen blöd, aber das kriegen wir noch irgendwie raus. So, erstmal müssen wir hier gucken, ob unser Pferd. Wir haben ein Pferd, wie ihr wisst. Der lahme Hannes. Das hier. Ist das der lahme Hannes? Ja, das ist der lahme Hannes. Ah, was ist das denn? So. Okay. Und jetzt ab zum Turnierplatz. Hat einer von euch irgendeine Ahnung, wo der Turnierplatz ist? Weil ich nicht. Ist der im Palast? Hier ist irgendwas zu sehen. Hier wer könnte was sein. Das ist der Palast. Ich bin jetzt auf eure Mithilfe angewiesen. L11? I11 oder L11? I11 hier. Danke. Also, ich habe natürlich schon mich um Ausrüstung und alles gekümmert. Ich bin ja kein Amateur. Habe mich schon um alles gekümmert. Und reite jetzt da ganz schnell mal hin. Hoffentlich, ich finde das. Hab auch Waffen und alles. Also keine Sorge. Dafür ist auf jeden Fall alles vorbereitet. Hier lang. Guck mal, hier ist schon irgendwas aufgebaut. Ah ja. Oh Gott, hier ist das Turnier. Genau. Also, und es geht darum. Hier, oh, ein Wildschwein. Oh, das könnte ich jetzt zu Trainingszwecken erlegen. Mache ich aber nicht. Ich weiß noch gar nicht genau, wie das abläuft. Ich hoffe, ich komme nicht für alles zu spät. Könnt, dann würde ich die Stühle gar näher rücken. Guten Tag, werter Herr. Vermögen Sie mir zu sagen, wo ich als Teilnehmer dieses Turniers mich hinzubegeben habe? Natürlich. Einmal um die Arena herum und dann kommen Sie rein. Herzlichen Dank. So, also es ist schon alles vorbereitet hier. Einmal um die. Warte, ach so, Eingang. Ich hänge hier fest. Eingang, wichtige Leute. Bin ich wichtig? Vermutlich nicht. Eingang, wichtige Leute. Was? Wo ordne ich mich ein auf der Wichtigkeitsskala hier? Ist das hier der Eingang? Einmal um die Arena rum. Ich habe keine Ahnung. Hier hoch. Ach, hier sind die Pferde in der Box. Das sind die Teilnehmerpferde, oder? Ich schaue mega die 19,5 Stunde zusammen. Gott. Wann geht's denn los? Nee, ich glaube, es ist nicht. Ah, da. Um herauszufinden, ob ihr der Müller seid oder nicht. Verzeihen Sie, der Herr, muss ich mich als Teilnehmer wohl ins Innere dieser Arena begeben, hinter dieses Eisentor? Oh je, da fragt ihr mich gerade. Gott, hier. Das ist wirklich nicht der Müller. Ich bin nur hier, um aufzupassen, dass kein. Schnibbelfrank. Ja. Danke. Das ist ja so ein Schwachsinn. Ja. Guten Tag, werte Herren. Ist dies hier wohl der Aufenthaltsort für Teilnehmer?
Ich glaube ich schon, Herr. Wie heißt der Pöbel da drüben? Stürz den Pöbel da drüben. Soll ich auch da rein? Ich bin gespannt zu. Ich bin der Bürgermeister. Ich bin Pöbel mit ihm. Ja. Wir sind ja, ich bin auf Durchreise. Hi. Ah. Ja, ihr seid so vieles, Bomhoff. Aber ihr habt nicht. Es verdient auch nur einmal ehrenhaft genannt zu werden. Heute ist der Tag gekommen, Bürgermeister. Nun, das wird der letzte sein. Welchen Wert hätte wohl das Wort ehrenhaft, wenn es aus ihrem Munde kommen müsste, würde es doch auf dem Weg von ihrer Kehle nach draußen so viel Schmutz mit sich ziehen, dass es danach eh besudelt wäre. Wenn ihr an der Reihe seid. Wisst ihr, wer was mit sich zieht? Ich euren Torso vom Teilnehmerplatz, wenn ihr leblos da rumliegt. Und ich dafür sorge, dass die Nächsten aufs Schlachtfeld dürfen. Nun, vielleicht ist das Glück uns hold und wir beide dürfen uns auf dem Schlachtfeld der Ehre begegnen. Dann werden wir ja sehen, wer als letztes lacht. Und dann, je nachdem, wer da gerade drankommt. Dafür lebe ich. Und wenn ihr dann agiert habt, ich habe einen Teil eurer Familie getroffen. Schaut her. Und nur wenn ihr sprecht, kommt ihr da wieder raus. Ja, so machen wir das. Ich guck mir das jetzt mal an. Oh, Herr Gorbius. Das wird gar nicht problemlos. Gegrüßt. Okay, also hier muss man... Oh, ich bin schon sehr aufgeregt auf das Turnier. Ja. Ich weiß überhaupt Moment. Nicht, wird das ein, Das zu erreichen. Klassisch so mit zwei Pferden oder was? Kann immer wohin jetzt reden! Ist das hier und flüstert das, doch leise! Ist das hier das Gemach der Königsfamilie? Wieso, die Prinzessin hat gesprochen, so soll es sein, es soll nur noch geflüstert werden. Also die haben original Bilder von sich selbst gemalt. Alter Schwede, ey. Unfassbar. Krass. Hammer. Das hat alles Oscar gemalt, oder was? Krass. Also es jetzt scheint mir doch jetzt nicht so dringlich gewesen zu sein. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Ey, ich muss euch noch mal was stecken nebenbei. Ich bin natürlich heute hier am Start, weil ich gerne, sehr gerne teilnehme. Aber ihr wisst um meine Leidenschaften. Und parallel spielt der glorreiche Hamburger Sportverein sein Auswärtsspiel bei Kiel. Und ich hatte mich dazu entschlossen, bei dem Turnier mitzumachen und mitzuspielen. Aber es läuft gerade die zweite Halbzeit und ich werde definitiv da ab und zu rüberlunsen. Das heißt, der Unterhaltungsgrad für euch, ich bin nicht zu 100% in den nächsten 45 Minuten bei euch. Ihr müsst mir das zugestehen, dass ich ab und zu rüberlinse, bis die zweite Halbzeit vorbei ist, weil ich da Bock drauf hab. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, aber ich habe mich entschieden, trotzdem zu streamen, weil ich beim Turnier dabei sein möchte. So sieht das aus. Gib mir eine Sekunde. So. Also, ich muss mich anmelden, sagt ihr. Die Frage ist, wo muss ich mich anmelden? Wo ist die Anmeldung? Wo ist die Anmeldung? Wo ist die denn? Also, ich bin schon angemeldet. By the way, ich bin natürlich schon beim Turnier angemeldet. Das habe ich gemacht. Nicht so wie bei Rustplatz, wo ich mich bei diesem einen Event nicht angemeldet hatte. Also, ich bin angemeldet. Keine Sorge. Ich frage mich nur, ob ich mich hier noch irgendwo an der Arena nochmal quasi meine Präsenz anmelden muss. Aber ich bin auf jeden Fall im Turnierbaum dabei. Keine Sorge. Die Teilnehmerloge. Da würde ich mal die Wache fragen. Ich. Na, und nicht in seinem. Die machen ja wohl alle hier mit, oder? Wollen Sie da vielleicht nicht mehr auftreten? Herr königlicher Berater. So sehen wir übrigens aus. Mir wurde die Aufgabe zugeteilt, den Turnierbaum zu übernehmen. Aber ich kann nicht schreiben. Ah, das Problem kenne ich. Relativ wenige Leute können hier schreiben. Dann hat der Knappe keinen adäquaten Ersatz gefunden, wie ihm aufgetragen wurde. Also, wir haben noch ein bisschen Zeit. Es sollte eigentlich, meine ich, also eigentlich soll es ursprünglich mal um 8 oder so losgehen. Dann ist das Ganze ein bisschen nach vorne verlegt worden, weshalb das bei mir auch zeitlich ganz schön knapp gewesen ist.
Aber wir haben jetzt hier, glaube ich, doch ein bisschen Zeit. Die Meute hofft schon, dass Bomhoff stirbt. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, du musst dich noch irgendwo als anwesend melden. Bin mir aber nicht sicher. Prinzessin, ich sehe euch. Das weiß ich nicht genau. Muss ich mich irgendwo anmelden noch? Wer weiß denn sowas? Zum Wohl. Ich gieße mir auch nochmal. Der steht da nur so rum. Tag. Eigentlich müssen das ja diese Wachen hier wissen, ne? Au. Finde sich der Pöbel ein, die Bedenken, Gewalt, Brot und Spielen beizuwohnen. Ist das Maurice? Oder einen Apartment. Boah, klingt das gerade nur bei. Klingt das bei euch gerade auch so fürchterlich? Ja, bitte! Liegt das am Spiel? Erst alle nun den Turnierbaum beschreiben, habe ich gehört. Okay. Das weiß ich nicht. Okay, das ist unangenehm. Das ist jetzt auf einmal ganz neu. Der Turnierbaum wird im Laufe des Turniers beschrieben werden, denn jetzt die Paarungen besser. Werden ausgelost werden von höheren Mächten, das die sie dann selber bimmerlichen, du Vollidiot! Jetzt geht's wieder besser. Wahrlich. Wo ist er denn? Ja, natürlich! Der Knecht Popomir oder wie auch immer heißen mag, soll hier runterspringen! Maurice moderiert, wie es mir scheint. Das ist eine gute Wahl. Da verspreche ich mir was von. Nun. Soll er schreiben? Eigentlich war dies oder die Aufgabe von ist natürlich jetzt nach seiner Mistgabel-Niederlage gegen mich vermutlich auch wenig motiviert, in diesem Turnier anzutreten. Das kann ja niemand vernehmen, wenn ich das schreibe. Er war angewiesen, entweder selbst zu schreiben, sobald die Frau von Etzerlingen verhindert. Keine Ahnung, woher dieses kleine Turmproblem kam. Ersatz zu finden. Das muss irgendwie am Spiel liegen, also an meinem Spiel. Weil sonst ist es ja in der Regel eigentlich nicht, ne? Diese Tonprobleme. Aber jetzt ist sie auch wieder gut. Mir gestern auch einmal ganz kurz, ne? Seltsam, keine Ahnung. Technik. Gibt's jetzt eine Rede, eine Ansprache? Ah, da ist der Turnierbaum, schaut mal. Das sieht ja einfach so hammer aus. Guck. Ja, es könnte natürlich sein, dass wir direkt zu Beginn rausfliegen. Was passiert denn dann, fragt ihr euch? Da setze ich mich. Auf die Tribüne und guck zu. Mein Pferdchen muss ich noch holen. Ich weiß nicht, wo die alle ihre Pferde geparkt haben. Sagt Fisco auf ein kurzes Wort. Ich weiß nicht, dies ist ein famoser Vorschlag. Ob das ein Turnier mit Pferde ist oder. Ich habe keine Ahnung. Bisher noch nicht, mein Herr. Nun, es ranken sich Geschichten über ihre Schönheit. Ich werde auch mit dem Pferd antreten. Sie noch einmal ohne Helm gesehen. Ja, ich warte einfach mal gleich auf die Ansage. Da wird sicherlich gleich eine Rede geben. Der seine Strafe, dass er gestorben sei. Sind leider versperrt. Genau wie simple. Aber wie soll ich denn dann noch? Redet die ganze Zeit wieder irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Vergib mir. Ich rede ganz normal. Spaß beim Turnier. Ich bin noch beschäftigt, dumm vom Dorfplatz aufzusammeln. Hab Dank. Na gut. Werter Lord König, mit welchem Programmpunkt befangen wir uns denn als erstes, wenn ich fragen dürft? Was? Ah, da ist er doch. Das ist der Tor, okay, der muss ja Ahnung haben. Mit welchem Programmpunkt sollen wir das Turnier eröffnen? Eure Lordschaft, König Shagos, erster seines Amts. Natürlich mit einemjenigen Theaterstücke! So denn soll ich den Pöbel und das gemeine Volk zusammenrufen, sich auf den Ringen erstes Mal zu besessen? Also wie viele Leute sind eigentlich hier heute nicht Teilnehmer? Wir müssen noch das gemeine Volk überhaupt begrüßigen von hier oben, von den wichtigen Plätzen. Und dann gibt es ja da oben wahrscheinlich 15 Adelige. Wer ist denn noch da aus dem gemeinen Volk? Bleiben gar nicht mehr so viele, ne? Höret, höret! Volke von Rastelot! Begebet euch auf die Pöbeltribünen und rundherum um den König,
für ein gar erquickendes Theaterstück und auch die Ansprache eures geliebten Königs, Jagos, Erster seines Abends, Schutzheiliger Mannschaftsverkäufer von Fallestrat. Sollen wir auch nach oben? Keiner weiß offensichtlich, was hier passiert ist. Beruhigt mich. Wir sind ein Teilnehmer. Aber ach du meine Güte, der hat eine Armbrust. Zuschauer sind alle Teilnehmer. Ja. Sie sind fast alle Teilnehmer hier. Nun, sollen wir auch ihr sollt auf die ihr sollt auf die Fahrt. Habt ihr nicht gehört? Alle nach oben. Jawohl. Alle erstmal nach oben. Jawohl. Okay, alle nach oben. Alle nach oben auf die Ränge. Jawohl. Wo auch immer der schnellste Weg ist. Hier lang hoffentlich. Bin ich der einzige Teilnehmer aus dem Adel? Ich weiß es nicht. Sich wie die Karnickel, eure Majestät. Darf ich nicht eigentlich auf die Adelstribüne? Ich bin auch adelig, oder? Ich gehe auf die Adelstribüne. Sollen die mich doch da rausschmeißen? Lauschet, in der Arena soll nur das Theatervolk sich bewegen und hier unten der Fiskus Medicus Totengräber und die Wahrsagerin innehalten mit meiner Person selbstverständlich natürlich. Die Tür lauter schützen. Kann außen rumlaufen. Lady Cardinal, so fahren fort. Achso. Ah! Jawohl, ich liebe Frank! Sei gegrüßt, eure Hoheiten und auch das Volk und der Pöbel und alle. Wir werden nun ein Theaterstück aufführen, das sein schändliches Maul! Oh. Was? Jetzt gibt's Ärger. Ich glaube, der andere Stuhl ist besser zum Gucken. Wahrlich, es... Es gebührt sich, dieses Turnier würdevoller einzuleiten. Pöbel zu Rastalot. Willkommen an jedem wundervollen Tage, wo wir gedenken, zwei der ehrwürdigsten Traditionen der Menschheit zu frönen. Sinnlose Gewalt zur allgemeinen Belustigung und die Hand einer Frau zu verschachern, die dabei nicht das geringste Mitspracherecht hat. Dafür habt ihr euch begeistert eingefunden. Dies ehrt euch sehr. Und nun, bevor es zum Lanzenstechen kommt, möge zunächst ein vorbereitetes Theaterstück eure Seelen erfreuen. Jetzt bin ich neugierig. Auf Geheiß des Königs Jagos. Mensch, weißer König. Jetzt bin ich gespannt. Ein Theaterstück. Ja, das, was der Adelige da gesagt hat. Eure Hoheit. Dürfen wir nun beginnen? Jene Arena! Halt euer Maul! Boah, alter Schwede, er ist aber auch echt grob. Jene Arena, ihr mögt es euch kaum vorstellen in eurer pöbeligen Lebensweise. Was habt ihr heute am heutigen Tage allein verbracht? Ein wenig Dung aufgesammelt vielleicht? Doch Hauptmann Toromir persönlich ist in der Lage, in der gleichen Zeit eine komplette Turnierarena aus dem Nichts aufzubauen. Was für ein Mann! Deswegen ist er der Hauptmann der Wache und ihr nur gewöhnliche Bauern. Für wahr! So lobpreise den Hauptmann! Da applaudiere ich natürlich einmal für den Hauptmann. Vorzüglich auf den Hauptmann! Also die Arena ist schon echt krass. Aber Toro kann auch, also der baut ja oft bei Rust irgendwelche komischen riesigen Gebäude. Er hat auf jeden Fall Erfahrung. Der Republik der Spieler, welche jenes hier unterstützte mit einer gar großzügigen Spende. So danke der Republik der Spieler. Republik der Spieler! Republik, ich liebe die Republik der Spieler. Wenn ich groß werde, möchte ich natürlich einmal Republik der Spieler werden. Obgleich natürlich die Monarchie die beste Regierungsform bleibt, nicht wahr? Sehr wohl. Ja. Ja, genau wohl. Unterschätzter Gag. So beginnet das Theaterstück. Wohl auf,
Dann beginnen wir nun mit dem Theaterstück, was ich, Fisco der Hofner, ganz alleine geschrieben habe. Danke sehr. Na, was jetzt? So, höret nun die wahrlich unglaubliche Geschichte des mutigen Barden, die durchaus sehr, sehr unglaublich erscheint. Eines schönen, ruhigen Sommerabends spazierten der König. Ich bin der König. Jawohl, jawohl. Und seine beiden Nachkömmlinge, der Prinz. Ich glaube, wir sehen von hier hinten. Ich bin der Prinz. So. Und die Prinzessin. Hey, entscheide dich mal, wo du sitzen willst. Ja, die Prinzessin. Was? Über die königlichen Ländereien. Sie waren sichtlich traurig, dass ihre Gemahlin und Mutter immer noch verschieden ward und trauerten bitterlich um sie. Oh, meine Mutter, meine Mutter! Mutter! Genug! Wir trauern alle um die Königin. So schritten sie weiter und trauerten stumm. Plötzlich, mit viel Getöse, tauchte ein Drache auf. Oh nein, Drache! Ach, das ist diese Geschichte, in der Magier, aka Dalu, gegen den Drachen gekämpft hat, ne? Prustete. Hab ich nicht mitbekommen. Ging an mir vorbei. Und spie Feuer auf des Königs Ländereien und drohte damit alles zu zerstören, was den Menschen Rustalots wichtig und richtig ward. Puff, paff, Feuer, Feuer. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh je, Feuer. Oh nein. Feuer. Welche so realistische nicht. Inszenierung? Franz sieht besser aus. Vater, oh Vater, ich bin zwar äußerst mutiger Natur, aber ich fürchte, ohne den Baden sind wir verloren. Oh weh, oh ja, der Bade ist der Einzige, der uns helfen kann, Vater. Ihr habt wohl recht, meine Kinder. Ohne den Baden sind wir alle dem Tode geweiht. Ja, mit Lügen kennt ihr euch ja aus. Bade! 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 Fisco! 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 Den Fisco! 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 Zu unserer Hilfe! Wo ist er? Eile er zur Hilfe! Puff! Paff! Feuer! Feuer! So schien es, als sei Rustalot gar schon verloren, als plötzlich eine Laute aus der Ferne erklang. La 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 la, fürchtet euch nicht, meine Musik wird den Drachen vertreiben. Nicht nur den Drachen. Stirbt mit euch. Stirbt schnell doll. Die Klänge des mutigen Barden waren scharf wie Schwerthiebe und bezwangen den Drachen im Nu. Achso, da muss ich applaudieren. So war es, ich war dabei. Ja! Eine nicht glaubwürdige Geschichte. Ich liebe Fisco. Wir hören nicht. Wo ist der Text? Oh. Oh, aha! Auf dass ihr nie wieder Unheil seht in den Ländern der Reihen des Königs und seiner Familie! Barde, oh Barde,
Für diese Helden auf der Tat überlasse ich euch die Hand meiner Tochter. Wenn ihr hier so heiratet, schnell und geschwind. Ja, ja, jawohl. Oh ja, ja, mutiger Bade. Ich will euch zu meinem Gemahlen nehmen. Das würde sie niemals sagen. Ja, nun, dies erschwert das Turnier ein wenig. Ja, genau. Was, ein gar was eine gar vorzügliche Idee. So heiratet gar schnell und nicht diesen Astfrieden. Was? Ich denke, ich bin hier, wenn ich gewinne, der Bade die Prinzessin, kann ich die Prinzessin an mich reißen. Sie bescherten dem Königreich viele gesunde Nachkommen. Ich ziehe meine Teilnahme vom Turnier zurück, wenn ich nicht die Holde Maid gewinnen kann. Wozu sollte ich mich sonst in die Schlacht stürzen? Ist dies der Koitos? Axfried, guck genau hin! Oh, der badische Koitos! Und alle waren wieder glücklich und zufrieden im Lande Rustalot. Ich nicht. Ich will ja die Prinzessin heiraten. Und so waren wir alle wieder glücklich und zufrieden. Hurra, hurra! So war es nicht glücklich. Im Lande Rustalot. Das war ganz fabelhaft. Der König ist amüsiert. Absolut großartig. Die Prinzessin-Schauspielerin sollte noch ein wenig an sich arbeiten. Was? Nein! Verzeiht, Prinzessin, verzeiht. Es ist Düdernort. So gerade fragtest du doch noch, ob du den Baden heiraten dürftest. Nein! Das bin nicht ich! Wie? Das bist nicht... Ich wollte gerade sagen, also... Dort stehst du doch! Vater, das ist gar nicht lustig! Ja! Ich deuchte, der auch der Pöbel sei gegrüßt! Ein ja! Gegrüßt. Ich nein! Zudem verdurste ich! Dina! Ja! Was macht die Prinzessin eigentlich bitte da unten? Unterlasst diese Folter! Nun denn, wir gehen nun davon! Ihr habt das sehr gut gemacht! Sie hat Erfolg! Oh, danke, danke, saufen erstmal! Bravo! Bravo! Eure Majestät, soll ich zum Turnier überleiten? So, jetzt geht's hier gleich los. Eine ähnlich überzeugende, glaubwürdige und unparteiische Darbietung, wie ich nun ein Turnier kommentieren werde, in dem mein eigener Champion mit antritt. Fürwahr! Pöbel zu Rustalot! Ihr habt euch eingefunden, auf das ihr für einen Tag euch aus eurem tristen bäuerlichen Dasein erheben könnt, indem ihr anderen Leuten dabei zuschaut, wie sie sich Gewalt antun. Diese heldenhaften Recken, die alsbald hier kämpfen werden, tun dies selbstverständlich nur zu eurer Erbauung und nebenbei auch, um Ruhmgeld und die Hand der Prinzessin einzustreichen. Dies sind Dinge, von denen ihr, die ihr nicht die Manneskraft oder das Geld besitzt, um hier antreten zu können, niemals erlangen werdet. Doch immerhin für einen Tag könnt ihr euch an der Vorstellung erfreuen, dass vielleicht jene Leute, die ihr hier in der Arena seht, euch doch irgendwie nahe und euresgleichen sind und damit vielleicht zumindest für einen Tag davon träumen, dass auch ihr einmal dem Kuhstall entfliehen werdet. Die ersten zwei Recken, die antreten werden, hier nun, um zu kämpfen, sind Lostradamus und die Pferdehändlerin Nisabella Hufenstein, die allein den Sieg vielleicht schon verdient hätte, weil alle Rösser in diesem Turnier von ihr stammen. Doch ob dies reichen wird, werden wir nun sehen. Nun denn, höret gesprochen, Mauritius. Solle Lostradamus, der eben Schweineschlechterer, auf der gar hühnerhaften Seite sein Pferd bringen und die Pferdehändlerin solle sie gar zu dem schwanigen Eingange bringen. Ach Gott, ich muss gleich, wo habe ich denn mein Pferd nochmal geparkt? So frage sie. Wollen die mich alle heiraten? Ja. Wahrscheinlich das schon. Nein! Ist denen bewusst, dass sie sich einlassen? Verschmäht ihr gar die Königstochter? Was? Oder wollt ihr mich heiraten? Was der erste Platz gewinne? Wir wollen euch alle heiraten. Der erste Platz, selbstverständlich, wird die Hand der Prinzessin erlangen. Ja. Wahrlich.
Ja, meine Hand! Oh, ey, der Witz ist, damals bei Rastplatz, da haben wir auch so ein Turnier gemacht. Das habe ich ja noch kommentiert. Das war auch von Toro. Und da ging es, glaube ich, auch um die Hand von Jen. Nur halt natürlich in einer leicht anderen Konstellation. Aber im Grunde genommen war das genau das gleiche wie jetzt. Kämpft er gar alleine oder was? Er hat ja gar keine Gegner mehr. Einen Moment, mein König! Und jetzt mit Lanze oder wie? Und dann aufeinander zureiten? Und dann? Komm mit! Pferdehändlerin, so stellen Sie Ihr Klappergaul gar auf diese Seite. Die Waffenhand ist immer. Nun denn! Das beste Pferd. Die Sache. So, nun höret. Nun denn, wertes Volk, König, Prinzessin und Prinz, königliche Familie, werte Adel und natürlich Teilnehmer, Recken, Ritter und Knappen. Dies soll der Beginn sein des ersten Turnieres hier auf Rustalot. Für die Teilnehmer folgende Regeln. Wer die Kerzenlinie überschreite, der bekomme einen Abzug eines gar Punktes und wird gar schrecklich ausgebuht vom Volke. Mhm. Ihr werdet euch immer wieder an diese Position aufstellen, bis euer Gegenüber bereit ist. Und sobald der Erste im Stillstand losgeritten ist, könntet ihr wieder von vorne beginnen, bis einer das Zeitliche segnet. Wenn einer von euch zu Boden gegangen ist, so wird er medizinisch, falls dies noch möglich ist, betreut. Ansonsten eine wichtige Information. Jeder Teilnehmer, Ritter, Recke, Bauer, solle Geld bei sich haben. Ansonsten würde er vom Totengräber nicht begraben. Und der Totengräber würde eure Familien, Nachfahren aufsuchen. Und ihr müsstet ihm noch mehr Geld schulden, dass euer geschundener Körper unter die Erde kommt. So denn, eure Regentschaft, ihr werdet selbst das Signal geben, wenn sie losreiten können. Bin ich mal gespannt. HSV für 2-0, kurzer Zwischenstand. Ich weiß, euch interessiert das. Also okay, man darf euer quasi Lordschaft, die Kerzenlinie nicht überschreiten. Natürlich aufpassen, dass man das Pferd gut im Griff hat. Oh, kommt da die Sonne runter? Guck mal, seht ihr den Schatten? Der bewegt soll sich aber schnell. Soll ich das Signal geben, eure Majestät, oder geruht ihr? König! Nun, ich würde sagen, für den ersten Kampf darf der Sohnemann das Kommando geben. Sohn, so stehe er auf. Oder der Prinz! Wenn ihr das Signal hört, dann reitet ihr los! Ja, Moment! Wird ernsthaft mit einer Mistgabel in getrostet? Ordnung, wir machen das gemeinsam. So höret, Volk, so höret. Die Anwesenheit der wunderschönen Prinzessin, um deren tolle Hand es heute geht, sowie auch die meinige Anwesenheit, dessen Hand bald schon jener jungen Zofe hier zur Verfügung gestellt wird, werden das Turnier nun einsäuseln. Einsäuseln. Auf, Schwesterherz. Nun denn, kämpft wohl um mein Herz, meine Hand und meine Seele ein Leben lang mit mir verehelicht. Das wird ein Spaß. Gib du das los. Was Schöneres kann es nicht geben. Auf drei, Schwester. Wir zählen runter. Eins. Wir sehen natürlich hier nicht, das ist ein Platz mit Sichtbehinderung, wie man sagt, im Stadion Jargon. Und was immer dann kommt. Los! Hui! Was? Nee, so sehe ich ja gar nichts. Und es wird nur einmal zugestochen! Treffer mit der Mistgabel! Es lahmet gar! Nein! Philostradamus von der Gegenposition! Immer eine Runde, also eine halbe Runde und dann wieder aufstellen! So geht's einigermaßen, ne? Genau so! Nun, Bauern sind nicht besonders schlau!
So setzet euch, ich sehe ja gar nichts. Warum darf man den Mistgabel? Los, los! Betrüger! Halt die Mistgabel! Betrüger! Von Weberlichingen! Betrüger! Der Lanze! Lanze. Der Mistgabel in der Hand, die Drecksau! Verzeihung, eure Majestät! Pöbel, sei er still! Und stecke er die Waffe weg, ansonsten wird er disqualifiziert. Es sind Speere, Holzstöcker und auch Mistgabeln erlaubt als Lanzen. Und nun schweiget. Echt? Oder nimmst du auch eine Mistgabel? Sobald ihr wieder rumgeritten seid, dürft ihr einfach selber weiterreiten. Vielleicht solltet ihr nicht so viel Speed geben. In Ordnung. Ich meine Geschwindigkeit. Los! Was ist das denn? Ein erbärmliches Schauspiel. Kein Treffer. Was ist das? Was ist das denn? Was ist das denn? Oh, da hat der das Pferd an einen Popo bekommen. Zur allgemeinen Belustigung. Erneut, für wahr. Nun endlich haben sie es raus, wie es ginge. So schaut, wie es geht. Nun weiter. Oh. Und bleibt in der Nähe der Linie, damit ihr euch auch treffen könntet. Das kann ja echt lange dauern. Ah, da war mal ein Treffer. Ich glaube, das geht immer aufs Pferd, oder? Wenn das Pferd down ist, ist es wahrscheinlich auch vorbei. Oh! Ich glaube, die treffen nur die Pferde. Rein da, rein da! Das Volk ist begeistert. So viel Blut, allein zur Unterhaltung vergossen. Das nennt man einen schönen Tag. Ist ja noch nicht vorbei. Der Schelm, der sitzt sogar verkehrt auf dem Pferd. Das ist eigentlich ein Vorteil, wenn man sich an den Steiß sitzt, setzt. Ja, er macht das ja auch. Das ist eigentlich, vielleicht ist das gar nicht dumm. Vielleicht ist das ein Vorteil, wenn man sich hinten ransetzt. Er sitzt da wieder richtig. Alter Schwede, das dauert ja ewig. Vielleicht sollte man das lieber nackt machen. Das war wieder das Pferd, oder? Sogar 20 oder so. Gut, dann sind wir bis nächste Woche fertig. Klaus Quelle, Real Chill, herzlichen Dank. Oh Gott, das kann ja bis tief in die Nacht gehen heute. Abzustumpfigen, auf dass die Kämpfe länger dauern mögen. Man ist wahrlich ein Idiot. Tod durch Holz. Nun, jeder weiß, dass sinnloses Blutvergießen am besten ist, wenn es möglichst lange dauert und das Volk möglichst qualvoll leidet und langsam verendet an seinen Wunden. Für das war ein Treffer. Ist weise, uns so ein Turnier zu spendieren. Das war ein guter Treffer, glaube ich. Wohl dem König! Yes! Und da ist was passiert. Der liegt am Boden. Einstehen! Moment! Sehr gut! Ein Sieg für die Mistgabel! Ich hoffe doch, der Sieger dieses Turniers wird am Ende einer sein, der eine ordnungsgemäße Lanze trägt, nicht wahr? Welch Schande wäre es anderweitig. Wer hat das Königreich? Der Erste, der in den Turnierbaum weitergekommen ist, ist der Knecht und Feldjäger Lostredamus! Verloren hat sogar und am Boden lag die Pferdehändlerin. Also, ein Verlust. Ich glaube, sie den ganzen es sind Tag ja wie ihre 16 Rosse Leute dabei. Reiten. Und selbst ist sie die schmählichste und schändlichste aller Kandidatinnen, die als erste rausflog. Bedeutet, es gibt wahrlich. 8. Ich höre euch, haltet den Mund. Achtelfinals. Doch, immerhin hat sie gewiss von diesem Turnier. Dann gibt es 4 Viertelfinals, 2 Halbfinals, ein Finale. Ich hab nicht gehört. Also sind ein das Sieg nach Adam Riese den Knecht Lostradamus
Doch, was habe ich jetzt gesagt? 14? Die Pferdehändlerin kann sich gewiss 8, damit ne? trösten, plus 4 sind 12, dass sie das meiste Geld 2 sind 14 bis Finale 15. 15 Rennen, ist das richtig? 15 Rennen. Pferd haben und versetzte gewiss ja, ihr schreibt Haus auch 15. Hof, um eins zu bekommen, nur um hier teilzunehmen und dann für eine Mistkarte gestreckt zu werden, das kann ja wirklich lange gedauert. Was er einfach im Dorf hätte haben können. Nun, die nächsten Kontrahenten sind Pavarl Zival und Nervinia Hofbauer. Nein, ich verlas mich, entschuldigt. Ich verrutschte in der Zeile der Schriftrolle. Zunächst ein schicksalsträchtiges Duell. Ein mysteriöser Ritter aus dem fernen Denken für seine Hoheit Prinz Frank, unseren geliebten Prinzen. Wahrlich eindeutig der Ritter, der nun siegen wird, gegen einen Mann, der im ganzen Dorf verhasst zu sein scheint und mit gutem Grund, Astfried. Ah, Astfried. Astfried, Astfried, jetzt wird's wild. Rai ist mein Lebenselixier, macht mich stärker, Volk, ihr wisst es nur noch nicht. Diese Kakerlake. Du Drecksau! Wasserspähen meine königlichen Augen dort. So traget er, dieser schändliche Kerl, gar deinen königlichen Umhang? Ja, absolut so korrekt. Du Astfried trägte meinen Umhang. Ist auch so lassen, Astfried den richten, er stahl den Umhang der Prinzessin. Höret, höret! Alter, nein, das ist ein Duplikat! Nein! Höret, höret! So, Alter, nein, es handelt sich um ein Duplikat! Höret dem Hauptmann zu nun. Weberliching! Es wäre von Vorteil, wenn ihr die nächsten Teilnehmer schon aufrufet, dass sie ihre Pferde bereit machen können, dass wir ein bisschen schneller vorankämen. Oh ja, das ist eine gute Idee. Wahrlich, die nächsten Teilnehmer sind Pavarl Zival, Nirvinia Hofbauer und anschließend Franz der Superschöne gegen Lunatica Greifenberg. Ich glaube, die sind relativ spät dran. Es hätte gereicht, wenn das... egal. Nun! Weil ich noch nicht genau sagen konnte, wann ich es schaffe, in den Stream zu kommen, weil das bei mir dann doch etwas knapper war. Ich glaube, ich bin eher später im Turnier dran. Aber es gibt uns ja die Möglichkeit, uns das erstmal anzugucken und unsere Taktik zurechtzulegen. Astrid trägt die Klamotten an der Frau! Ich hoffe, nun Volk, ich weiß, dass nichts euch mehr belustigt als Klatsch und Klatsch und Tratsch aus dem Königshaus. Und dies bekommt ihr nun. Wahrlich tritt der Ritter der Prinz des Prinzen gegen einen schäbigen Dorfschreier in der Gunst der Prinzessin an. Die Sicht ist immer noch nicht perfekt. Der Gewinner werden eindeutig wir Zuschauer sein. Hier oben besser gucken kann. Guck mal, hier ist er auch noch. Nun denn, höret folgende Worte eures Mittelfingers. Haut besser, Tormir. Wenn ihr nicht einhaltet, die Regel direkt an der Kerzenlinie vorbeizureiten, besser, so mögt oder? Ihr euch auch nicht treffen. Also reitet an der Kerzenlinie und haltet eure Lanze so? Nicht zu niedrig. So ist besser, oder? Denn sonst trefft ihr nur das Pferd und es dauert ewig. Ich liebe Frank! Hört. Ist der mysteriöse Ritter bereit? Nein. Ich bin bereit, euch alle stolz zu machen. Ist der Dorfdepp Astfried, meine Dorfschreier? Was mache der mit dem Pferd? Sogar dieses Pferd scheint nicht. Astfried ist offensichtlich nicht einmal in der Lage, ein Ross zu reiten. Wie konnte er sich überhaupt eines leisten? Astfried, du weißt doch, wie das Pferdreiten funktioniert. Nun denn, eure Regentschaft erlaubet mir, das Startzeichen zu geben für diesen weiteren zweiten Kampf. So lasset dies aufgrund seiner Brisanz einleiten von der trötigen Tröte der Lady Patina. So sei es, wenn ihr das Signal von Lady Patina hört, reitet ihr los! Stellt nicht Astrid ab! Oh, der hat geworfen! Das ist doch eine Disqualifikation. Mein junger Lord und König, Prinz und Prinzessin, der mysteriöse Krieger hat soeben die goldene Regel eines Tioskampfes missbraucht. Disqualifizierung! Und es war der mysteriöse Ricke. Disqualifizierung!
Krass. Ein Skandal in Runde 2. So aus meinem Lande denken. Er ist offiziell hiermit disqualifiziert. So schlaget ihn vom Pferd ab, Mann. Also das finde ich schon eine harte Nummer hier, einfach mit dem Speer zu schmeißen. Wieso sehen wir nun den einzigen Rande soll er abgewonnen? Seht ihr euer Gelächter verstummt? Seht eure ernsten Mir euer Gesicht? Astrid gewinnen kann, ha? Steiger! Leute, ich hab das mal kurz erledigt. Idiot! Wahrlich gut. Astrid, ihr habt soeben eure Ehre beschmutzt im Kampfe. Nun, ich nehme euch den Speer, gebe euch den Speer, den er benutzte. Ihr dürftet ihn selbst igeln. So sehen wir den einzigen das ist jetzt die Strafe. Wähler, den Astrid zu gewinnen vermag, wenn sein Gegner noch schändlicher ist als er selbst. Wahrlich. Schweiget! Fernet den Gaul, auf dass der König das Spektakel zu sehen vermag. Werte Heilerin, Vorsicht! Hinter Ihnen! Und nun, lasst euch die Seite leer sein! Wurde. Wer hätte das gedacht, aber von uns beiden habe ich ehrenvoll gekämpft. Könnt ihr das gleiche von euch behaupten? Ja! Mit Astrid kämpfen sie nicht! Einfach nur rumgeritten! Ja, hat sich nur treffen lassen! Wieso schmeißt er denn auch den Speer? Rein, jemanden mit einem Wurfspeer getroffen? Drecksau! Astrid! Das ist eine Meisterleistung von mir gewesen! Das eskaliert aber recht schnell hier! Eine Meisterleistung, ihr Pöbel! Das Einhorn ist zurück! So. 3-0 oder was? Ich bin, hab ein Delay. Bei mir ist noch nicht so weit. Aber dann kann ich ja schon mal kurz mit einem Auge nach links auf den Monitor schielen. Volk, beruhigt euch. Es gibt noch genug andere Recken, die Astrid niederstrecken können. Und einer davon mag vielleicht einer der folgenden Kontrahenten sein. Zunächst treten Pawal Zival gegen Nerinja Hofbauer an. Mein junger Lord, bedecke die Prinzessin Auge in Finsko, renne nackt in der Arena herum. Bei meinem Stammbaum. Ich bin mit dem Kavon, Finsko. Mir fehlen die Worte. Und das passiert wahrlich nicht häufig. So, nun Dennet. Schönes Tor. Eberlichen kündige die aktuelle Partie an. Bin zufrieden. Das heißt, ich starte es mit guter Laune ins Turnier. Pawal Zival gegen Lavinia Hofbauer und anschließend Franz der Superschöne gegen Lunatica, die Bärentöterin Greifenberg. So, nun denn. Nirvian, seid ihr bereit? Natürlich. So sprach sie. Was macht der Pöbel hier? Warum fällt er runter? Verschwinde her! Nun denn, seid ihr bereit? Natürlich. So dann, Eure Majestät, Königsfamilie, die dritte Partie ist eben bereit. Lasset Lady Patina die Fanfare erklingen, aber die wirkliche Fanfare und nicht so eine lächerliche Fanfare. Ja, so haltet ein, bis der dritte Tröd getrötet habet und die Fanfare erklinget. Dies ist das Zeichen des Beginnens. Verzeihung. Okay, ein langsam. Verzeihung. Zival, du zeig ihm mal, wo der Gaul den After hat. Was ist denn das? Reitet entlang der Kerzen, ihr Tölpel! Es scheint, als könnten die Bauern nicht mit Mistgabeln umgehen. Wir brauchen Zielwasser, glaube ich. Ein Problem. Wie sollen sie sonst die Ernte einbringen? Ui. Oh. Wow. Lächerlich! Ui, das war ein guter Treffer. Blut, endlich! Blut! Oh, noch ein Treffer. Aber meistens gehen die, glaube ich, in die Pferde rein. So lasset mich einen königlichen Tipp geben. Stechet euch gegenseitig die Augen aus, dies vermag alles zu beschleunigen. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Dann reiten die doch aneinander vorbei. An die Zeit, als Bohmhoff mir mit der Mistgabel ins Gesicht stocherte. Lasset uns nicht weiter davon reden. Ich bin hier, um die Geschichte zu erzählen, Maurice. Bitte auch nicht mehr vom königlichen Augen ausstechen, danke. Wer noch einmal auf seinem Pferd auf dem Rücken sitzt, der wird disqualifiziert, verdammt nochmal. Bohmhoff, wie schön, dass ihr da seid. Auf den vorderen Sitz. Oh, noch mehr Blut davon, ja.
die Marmelade quillt. Ja, ja, ich weiß, Maurice, ich habe mich versprochen. Ich habe Maurice gesagt, wollte ich gar nicht. Ich wollte Mauritius von Weberlichingen hin sagen. Entschuldigt bitte die geistige Umnachtung meines Knappen. Ich weiß, es tut mir leid. Das ist die Aufregung vor dem Kampf. Mich deucht, der Pöbel ist nicht fähig zu solchen ritterlichen Taten. Dazu gar nichts mehr zu gebrauchen. Recht Trauerspiel. Oh mein König, geben wir ihm noch 3-4 Lanzenstöße, ansonsten solle der Zweikampf entscheiden. Dann gebe ich ihn endgültig in deine Dienste. Künftig sollten wir vielleicht doch eine Wiener Raubmittel auf ihn. Männer von Stand beschränken. Mehr Blut. Ja, er hat gesagt, mehr Blut, nicht weniger Blut. Zweikampf, jawohl! So wollen wir bei der nächsten Runde die Ritte beschränken auf der Zähne. Auf dann müsse gewechselt werden zum Nahkampf. Halt! Stopp! So steiget von euren Rössern! Nehmet eure Schwerter und bekämpft euch! Ah, das ist eine gute Idee. Wenn es irgendwann nicht weitergeht, dann... Oh, das ging schnell. Ein trefflicher Treffer! Blut und Vernichtung! Dafür sind wir hier! Ja, der doch, wer ist in das? In den folgenden Runden wird der König willkürlich aufrufen, zum Nahkampf überzugehen. Fahret fort. Das ist eine gute Idee. Eine weise Entscheidung, Eure Hoheit. Sehr gut. Eure Majestät Weberlichen, der Knecht Parzival hat verloren und die andere, mir viele ihren bäuerlichen Namen, hat gewonnen. Nevinja Hofbauer, durch diesen brutalen Akt der Schlachtung habt ihr euch wahrlich würdig erwiesen, die Hand der Prinzessin potenziell erringen zu dürfen. Denn dies ist bekanntlich, was einen Adligen und einen Menschen von Stand in dieser Welt ausmacht. Als nächstes werden 2 weitere Menschen Blut vergießen, ob dieses Privilegs. Franz der Superschöne und Lunatiker Greifenberg und anschließend Kapitaner Holler vom Waldsee gegen den noblen Sir Sunibert, der für meine Tochter reiten wird und deswegen ganz gewiss gewinnen muss. Oh ja. Yeah. Lunatiker, doch Frau, jawohl. Hast du Sunibert eigentlich schon gesehen? Luna! So, nun denn! Luna! Euer Herren! Luna! 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 Nein. Nun, so höret! Ruhe! Wenn der Gewinner auch getroffen ist, so darf er sich im Lazarette begeben, dass er verarztet wird und nicht gleich wegrennt wie ein schreckhaftes Huhn. So denn, meine Herren, die Kämpfer sind bereit! Was scheint da nicht in Ordnung? Und die ganze Gänse! Nun, trotz allem lag in meinem eigenen Blute und Scheiße kriechend. Lady Patina, schändlich. So tröte sie. Ich habe das Gefühl, ich müsste einen Ball nicht hätte zu Pferde gewonnen. Aufgeben. Ja, ist aber nicht. Zweifellos bin ich hier, Lunatiker von Greifenberg, zugewandt. Ich sah sie bereits einen Bären hinschlachten mit nichts als einem Streich ihrer Mistgabel. Dieses Narrenturnier sollte für sie eine leichte Übung sein. Oh Gott, das war aber 5 Meter auseinander. Erweist. Luna! Möglicherweise war der Bär etwas weniger flink als die Rösser hier. So reitet näher an den Kerzen, ihr Tölpel! Habe die Angst, euch gar zu verbrennen? Ihr müsst treffen! Wie konnten so viele was? Na, okay, zumindest. Zumindest was getroffen. Sind die Steuern nicht Steuererhöhung? Hätten sie jenes Geld lieber einmal für Rennstunden ausgegeben im Kampf gesagt? Mir scheint, es fehlt an Pferdestärken. Hey! Das war ein Treffer. Konzentrier dich, Luna! Eure Majestät, bald werden wir... Für die Ehre, mehr Blut! Strenget euch an und reitet gemeinsam zum Gleichen los und gebt nicht so viel Gas! Ich meine, Spurt! Oh mein Gott! Das ist schon wieder ausgewichen! Luna! Hört ihr aber schlimmer! Haben Sie überhaupt in der Meinung, wer ausweicht, wird disqualifiziert. Warum so weit denn der Kölzer? Oh Mann, ey. Wir wollen ein paar. Das ist, glaube ich, aber auch nicht so einfach. Ich behaupte nicht, dass wir das gleich besser haben. Die einzigen Ton gibt es hier anhand von Langeweile. Gelingt. Ja. Das Pferd hat jetzt auch nicht so die direkteste Steuerung. Das ist ja auch ein Tier.
Blut für den Blutgott, Schädel für den Schädelthron. Na, dann wird der Blutgott heute aber leer ausgehen. Falsches Zeitalter! Zweikampf, Zweikampf! Statt auf dem Marktplatz scheint mehr Blut vergossen zu werden als in diesem Turniergelände. Absolut korrekt. Nun, hier vergießen wir ja auch Blut auf zivilisierte Art und Weise. Dies ja! Wahrlich! Ein trefflicher Treffer! Hui! Hui! Ich war kurz weggetreten. Und nun höret! Die Schankmaid Lunatica wurde in zwei gerissen! Und der andere Dorftrepp hat gewonnen! Meine Prophezeiung traf daneben! Welch Missgeschick! Ich verweigere Franz dem Superschönen den Glückwunsch. Er hat es gewagt, gegen meine Prophezeiung zu obsiegen. Als nächstes werden Kapitana Holler vom Waldsee gegen Sir Sunibert für meine Tochter Juliana antreten. Und hinterher Sir Knechtelbert vom Tausendsee und Opa Christus von Adelskrone? Ich bitte doch. Sir Sunibert! Nee. Sunibert ist ein Pferd, er hat mich nackt beobachtet! Hat er dich nackt beobachtet? Nur oder hat er einmal. Dich nackt beobachtet. Er hat mich nackt beobachtet. Er saß nackt in einem Busche und hat von dort gespannert? Nee, er hat mir meinen Nacken gehaucht. Sir Sunibert, der schändlich Spannende. Hat er euch nackend gehaucht? Ja. Sir Sunibert, ich weise euch. So soll dieser Frevel gesühnt werden in jedem Kampfe. Die Streiter sind bereit. Pöbel, lasst Applaus für euren König und diese wunderbare Festivitäten erklingen. Lady Patina. Handgeklappert. Wo tröte sie? Lady Patina, fahren Sie fort. Sir Sunibert! Komm, zeig's! Oho! Blut direkt am Anfang. Sunibert, war nicht ein guter Treffer! Sir Sunibert, bedenkt, ihr reitet für das Haus von Weberlichingen? Jede Schande ist nicht akzeptabel! Oh. Nun gut. Oh, danke dir. Dies war kein Treffer und damit eine Schande, doch noch könnt ihr es sühnen. Oh, herrlich meisterhaft! Grandios! Sir Sunibert! Sir Sunibert soll nicht mehr Frischling genannt werden. Natürlich einer meiner Gardisten, die hier angetreten sind. Vortrefflich, vortrefflich! Hat den Sieg errungen! Seht, wer unter dem Banner des Weberknechts reitet, wird stets obsiegen und auch nicht eure Zeit mit unsinnigen Fehltreffern verschwenden. Gut, hast du heute gewonnen. Dies war ganz vorzüglich. War aber unnötig. Eine gute Wahl eures Champions. Unnötig spannend. Nun eigentlich mein Champion am ist, Ende. Aber HSV macht wieder HSV-Sachen. Er ist unser aller Champion. So sind sie. Nun, Sir Sunibert. Sir Sunibert. Oho, zu hören, zu hören. Also ich glaube, wir müssen auch demnächst mal dran sein. Sonst ist ja das Achtel... Also nach sonst dieser trefflichen Darbietung tut es mir leid, euch sagen zu müssen, dass wir als nächstes wieder zwei gewöhnliche Reiten sehen müssen. Doch nein, halt. Entschuldigung. Sir Knechtelbert vom Tausendsee ist wahrlich ein Ritter. Opa Christus von Adelskrone behauptet, glaube ich, nur einer zu sein. Und anschließend reitet Bernhard Berenzen gegen Lady Zimtella. Ich muss mal gucken, wer gibt's. Achso. Gibt's hier auch Ferngläser? So, nun denn, höret! Sind die Teilnehmer bereit? Die Recken, Sir Knechtelbert! Steht da, die voller Rüstung! Sein Pferd allerdings, ihr nicht, sitzt er ordentlich auf, ihr nicht hinten, sondern falsch, vorne. Ihr steht gar. So war, wenn ich das sehe, wirst du disqualifiziert. Verzeiht. Stehen wir überhaupt drauf? So denn, die Recken sind bereit. Gebe das Signal. Ah, will bald erben, da. So lege sie los.
Okay, also wir haben, glaube ich, noch ein bisschen Zeit. Das war gar nichts. Mein Kind. Jetzt noch zwei vor uns und dann sind wir sich, das ist richtig? Ich wollte ihn bloße stellen. So verbate ich ihm die Teilnahme. Wow! So wird er nur. Probiert es ja nicht mal! Ich bin. Nun gar drei Fehlschläge in unserer Lordschaft! Uiuiui! Vier! Da seht ihr den Unterschied zwischen Recken, die für den Weberknecht reiten, und jene, die es nicht tun. Für wahr, Kompetenz und Inkompetenz. Oh! Der König ist nicht amüsiert! Weil wir mittlerweile sogar zufällig treffen müssen. Wenn Mutter nicht bereits gestorben wäre, so denke ich, würde sie aus Langeweile heute sterben, Vater. Zweikampf! Oh! Mein Blitzschlag! Uiuiui! Ein trefflicher Stoß! Grandioser Schlag! Was ist mit dem Opa geschehen? Ich wünschte, ich könnte auch so zustoßen. Nun höret! Zu Edwin. Der Knechtelbert hat diesen Sieg errungen! Ja. Ist noch einer, dann sind wir, ne? Knecht, sagt Boden. Überlegen die nächste Ankündigung! Aber es geht nicht um den Turnierkampf, sondern. Wahrlich, wahrlich, erneut setzte sich echte Ritterlichkeit gegen den Pöbel durch. Als nächstes reitet Bernhard Berenzen gegen Lady Zimtella und anschließend wird Sir Edwin für das Haus Weberlichingen kurzen Prozess machen mit Wilbert Erben von Haus Bobenhof. Nicht wahr? König, so haltet inne! Nun gut, wir holen unser Pferd. Nun, König, warum stünde nicht mein Name auf das Turnier Baumes? Ja. Sobald ihr gar teilnehmen im normalen, mit meiner... ihr dort, drüben, schreit auf! Welches Schwert nehmen wir? Schreiben Sie den Hauptmann mit auf, es handelt sich hier um einen Fehler, gar... Okay, das ist schneller. Wenn, dann nehmen wir das. Das siehst du jetzt ich erst? Ich wurde einzig informiert, dass Hauptmann Toromir in einem Schaukampf teilnehmen wird. Doch nicht im Turnier selbst. Nein, ich soll... Wo ist der Eingang für die Pferde hier? Oder da? Ja, hier. Die beste Idee, die ihr je hattet. Ich bin begeistert. So, wir gucken uns das jetzt von hier an, das Spektakel. Hauptmann, das ganze Dorf wird euch feiern, wenn ihr Astrid den unverschämten Schädel abzieht. Halt! Halte ein, eure Lordschaft! Ich vermag, dass ich Astrid im Turniere halte, aber warum ersetzt er mich nicht gegen diesen Behrensen? Der sei nur ein lumpiger Bauer. Tja, warum? Der Hauptmann hat Angst vor Astrid. Der Hauptmann hat Angst. Ihr habt gar Angst vor Astrid? Hauptmann. Der Astrid, haltet ein! Der Astrid ist doch noch im Turniere. Der wurde doch gar nicht disqualifiziert. Der Müller wurde doch disqualifiziert. Der mysteriöse Ritter wurde doch disqualifiziert. Astrid ist doch weitergekommen. Diesen sollen Sie ersetzen, den mysteriösen Ritter. Bauer Behrensen, er hat sich qualifiziert nach allen Regeln und wird nicht aus dem Turniere geworfen. Was ist das? Hört, hört! Was? Fischkopf. Fischkopf. So, was ist hier los? Die Obrigen. Ich halte es für eine treffliche Idee, Sir Toromir gegen Astrid reiten zu sehen. Ich bin sicher, das ganze Volk würde dies gerne sehen, nicht wahr, Volk? Ja! Kann ich das Pferd irgendwie vergiften oder so? Unsere Pferde im Stall stehen und er tritt mir gegenüber von Mann zu Mann. Speer und Schwert. Nur das, nichts weiter. Wie wär's?
Hauptmann? Aber ich wollte doch ganz normal im Turniere beiwohnen und mein Gott, Astrid! Oh, da spricht die Angst! Oh, na tatsächlich, wie ich mir gedacht habe. Ich finde dies unfair! Er hat nicht Angst vor einem Astrid. Ich finde dies unfair, da Astrid bereits den Kampf gewonnen hat. Warum soll Astrid ein zweites Mal antreten, Vater? Dies unterstreicht nicht eure Kompetenzen. Das war doch überhaupt gar kein Kampf. Das war eine Schande. Ich kann gegen die Ehre. Ich bin natürlich lange noch lange diskutiert. Was? Warum? Du warst doch nur haltet inne! Nun haltet doch mal inne! Das ist natürlich jetzt für die Kämpfer, die in den Katakomben stehen bereit und jetzt warten müssen, ihre Nerven beisammenhalten müssen, ist es nicht so leicht. Und ich mich dort eintragen könntet. Wo ist das Problem? Da müssten wir niemand streichen und irgendein Zwischenduell einführen. Hä? So findet jemanden, der freiwillig auf seine Position verzichte. Nun, Lady Tim Teller, Sir Edwin, Wilbald Erben und Bernhard Behrensen. Einer von diesen. Wer gebe seine Position im Turniere ab und erhalte sehr, 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 sehr viel Gold für einen Fehler, den ich nicht begangen habe? Ey! Niemals! Tragt mich einfach mit ein! Die Hand der Königin ist nicht mit Gold aufzuwägen! Was? So gallig? Ich bin gar nicht gallig. Bin ich gallig? Nein, Sir Edwin muss für die Ehre des Hauses bleiben. Nicht gallig. Dies steht außer Frage. Hauptmann! Niemand gibt seine Position ab. Der Plan bleibt, wie er ist. Meine Tochter wünscht, euch vom Rosse zu stoßen und eure Flausen aus dem Helme zu schlagen. Tochter! So nehme sie all ihre gesammelte Gewalt und geistigen Verfall zusammen, balle dies in einem kräftigen Stoß in des Hauptmannes Schädel. Ja! Wohl wahr. Nun, ich ziehe mich um. Ich hoffe, der tut der Königin die Kunde, dass die Prinzessin am Ende des Tages ihre eigene Hand erringt. Wahrlich. Das wäre natürlich ganz gut, dann hätte sie die Freiheit zu wählen. Progressive Anwandlung im Mittelalter, nicht wahr? So. Das ist natürlich jetzt für Toro echt blöd, wenn der gerne mitmachen wollte. Kämpfen. Nicht wahr? Aber für alle anderen, die jetzt auch mitmachen wollen, ist es natürlich auch blöd. Ist sie ungünstig gelaufen. Echt Pech. So, geht's los jetzt, oder? Nun, wie es scheint, sind die Kontrahenten bereit. Kämpft nun Bernhard Behrensen gegen Lady Zintella oder zunächst der Hauptmann gegen die Prinzessin? Dann lasse diese Recken antreten. Also habe ich das richtig verstanden, Toro kämpft gleich gegen die Prinzessin in einem vorgezogenen Duell, oder wie? Slow Motion. Aber so trifft wenigstens einer, ne? Also wenn man halt so im Trab aufeinander zu reitet, dann ist die Chance, dass einer trifft, deutlich höher. Okay. Jetzt. Ey, davon ausgewichen, Feigling! Wohl wahr, sie ist ausgewichen. Nicht wahr? Nun denn, ein Schauspiel von mittelmäßiger, aber nicht ein Sieg! Ja, genau! In your face! Ich bin zwar nicht von hier, aber trotzdem habe ich Heimvorteil. Ich bin das Haus und das Haus gewinnt immer! So! Die klingt wie Beischlag Stella! Diese mysteriöse Ritterin! Ach, weg vom Platz, ich will den nächsten Kampf sehen! Die mysteriöse Ritterin Lady Zintella, die ganz gewiss nicht meine verschmähte Ehefrau Estella ist, hat wieder alle Erwartungen gesiegt und ich bin wahrlich überhaupt nicht betrübt darüber. Nun denn!
So kommen wir zum vielleicht wichtigsten Kampf des Tages. Sir Edwin für das Haus Weberlichingen möge gnadenlos und aufs Grausamste hinschlachten den unflätigen Wilbalderben von Haus Bohmhoff. Und anschließend werden wir wohl noch den Kampf zwischen der noblen Prinzessin aber und dem blutbegierigen Hauptmann Toromir kämpfen. Funktioniert das nicht? Der Kampf zwischen der Prinzessin ist nur ein Schaukampf, den der König ausrief. Wie soll er da auch auf dem Turnierplan jetzt auf einmal 18 sein? Das funktioniert nicht. Deswegen ist es nur ein Schaukampf, damit alle Ruhe geben. Super. Und ich denjenigen finde, der ihn versaut hat. Egal. Dürfte ich vorschlagen, diesen Schaukampf nicht zu Rosse durchzuführen, um Zeit zu sparen, sondern im Zweikampf zu Boden direkt. Götz, let's go. Wir lieben dich. Vernichtet diesen Halunken. Ah! Entschuldigung, auf Peter. Was denn? Schwester. Oh, haben wir erwischt? Glaub ja, ne? Hey, ein Treffer! Natürlich. Da geht noch was. Es ist schwer zu beurteilen, wer getroffen hat. Doch ich gehe einfach davon aus, dass es Sir Edwin war. Denn Bohmhoff darf nicht gewinnen. Oh, oh, hey! Haben beide getroffen! Dies scheint, als hätten beide getroffen. Das finde ich nicht günstig. Doch, gut. Da ist man mit dem Schlägen stoßen! Reitet. Nähert Fetz Pferde schläft gleich ein! Oh! Oh! Hm, ist ja auch. Es scheint, das Pferd steckt fest! Auf denn! Ah! Nun! Oder auch nicht! Zwei, komm! So trefft euch doch, ihr Lumpe, endlich! Ja, es gab ja immerhin schon drei Treffer! Entrost ihn, Sir Edwin! Los! Hey! Glorreicher Treffer für Sir Edwin! Wahrlich, wahrlich, Sir Edwin! Oh oh! Wir sterben? Nein! Nur das Pferd kontrolliert ja noch nicht ganz so! Oh, Doppeltreffer! Der beste Moment des Tages! Jubel, Jubel, Heiterkeit! Oh, wir sind... Nein! Wir sind vom Pferde! Ertränken in seinem Blut und seinen Eingeweiden, während Sir Edwin triumphierend durch die Arena reitet. Ich würde natürlich vor Scham und Schande gerne sterben, aber retten Sie mich! Das Tause Weberlichingen ist begeistert. Zwei Ritter und unserem Banner. Beide hochkompetent, schön, attraktiv und siegreich, wie es sich geziemt. Ein bisschen Heilung. Ach, ich hatte eigentlich gedacht, wir hatten, drei Treffer, ehrlich gesagt. So mindestens. Werden wir nun zu den Schaukämpfen kommen. Natürlich schade. Die Prinzessin gegen den Hauptmann. Ja, noch einiges mehr. Aber ich hab dreimal getroffen, oder? Und zwar auch ihn, ne? Auftritt. Prinzessin, besorgt euch ein Pferd. Ja, vielen Dank. Kann auch an der Rüstung liegen. Ah, okay. Gerne. Ja, was hab ich denn hier für eine? Naja. Und ich bin sicher, Sir Toromir wird seinen Posten als Mitglied der Königsgarde weiterhin mit Prestige und ohne jedes Misstrauen vollführen können, nachdem er vor aller Augen in der Arena die Prinzessin hingeschlachtet hat. Wahrlich, Sir Toromir, eure beste Idee des Tages. Vielen Dank, werte Frau. Um ehrlich zu sein, ich habe extra verloren, nur um ihre Bekanntschaft machen zu können. Hauptmann haut Frauen. Ich muss sagen, es wurde abgelehnt. Hier, vorne, zu Boden. Ah, Zug, ja. Hier, was hier vorne? Ich enttäusche Frank. Aufwex. Herzlichen Dank, Holde Maid. Es war ein schöner Besuch bei Ihnen. Eventuell werde ich demnächst aus Versehen von einem Eber umgerannt. Nur um Sie wieder besuchen zu dürfen. Haltet eure schändlichen Schnauzen, der König spricht. Das müsst ihr doch gar nicht. Es soll so sein, dass jener Gewinner des Turnieres am Ende... Das war meine Idee.
Das werde ich tun, werte Frau. Nun lasse ich sie wieder ihr wichtiges Handwerk vollführen. Ob er wirklich würdig ist, die Hand meiner Tochter zu erstreiten. Sehr gern. Dies war allein meine Idee, nicht die meiner Tochter. Da haben sie sich wohl. Zack, Tür ins Gesicht. So muss mein Pferd. Wir können natürlich auch wieder hochgehen. Aber erst schaue ich nach meinem Pferd. Und dann gehen wir wieder hoch. Das war von Anfang an doch alles so geplant. Wir wollten nur zur Unterhaltung des Volkes diese kleine Posse abhalten. Hahaha, ich hoffe, es hat allen gefallen. Mein Pferd. Dies war ein großer Spaß. Ja, ja. Ja? Genau wie mein Sohn es sagt. Es gibt nur eine Regel. Die werden es ja irgendwo angeleint haben. Hoffe ich doch. Jetzt eine Köttelreihe hier. Mit dem Turniere. Oh, ist nun denn? Auch nicht. Naja, wir werden es sicherlich gleich finden. Wir gehen mal schnell wieder hoch. Nun ist die Halbzeitpause gekommen, mein König. Wie weise und scharfsinnig ihr seid. Und in Jena... Gibt's wieder eine Halbzeitshow? Werden zwei Schaukämpfe abgehalten. Beide, wie es sich erscheint, von meinem Champion, Sir Edwin, der uns gerade alle mit seiner Manneskraft und seiner starken Lanze begeistert hat. Zunächst wird er gegen Edupold von Elsterling antreten, um, ich sage mal, seinen Tag komplett zu machen, nachdem er für ein Adelshaus, das wahre Adelshaus, den ersten Spross des anderen niedergemacht hat, wird er den Spross des dritten Adelshauses niedermachen, auf das am Ende kein nur noch die Platz. Weberlichingen stehen. So sei es. Und vielleicht ist es wirklich dann besser hier. Noch gegen Hauptmann Toromir versuchen. Oh, ich will nicht in die Arena fallen, das wäre peinlich. Hier dann vielleicht? Ich habe vollstes Vertrauen in euch. Hier geht, oder? Ich bin immer noch zutiefst erschüttert, dass wir gerade trotz dreier Treffer gestorben sind. Vielleicht ist da aber auch Lug und Betrug im Spiel. Ich will niemandem was unterstellen, aber ich würde jetzt auch nicht ausschließen, dass das ein von Teufelshand gebrauter Trank die Unverwundbarkeit meines Kontrahenten sichergestellt hat. Nicht wahr? Nein, nein, es ist schon besser, hier untätig herumzustehen. Und da seht, da sind die Recken auch schon. Sir Edwin, macht kurzen Prozess. Elsterling, ich hoffe, ihr sterbt glorreich, aber schnell. Halt, Männer! So stellet euch mittig genug auf. Wie soll das sein? Das sieht nicht aus. Nun denn? Nun komm her hier und stehe nicht so weit zurück. Sehr gut. Es werden keine Waffen geworfen. So, jetzt gibt's den Schaukampf. Es werden keine Waffen geworfen. Der Pöbel ist bereit, Blut zu sehen. Und eure Regentschaft, das königliche Haus und der niedere Adel. Nun denn, Lady Patina, tröte sie, bis sie nicht mehr tröten kann. Möge die euch die Fresse polieren. Wer ist jetzt wer? Oh. Au. Okay. Sir Edwin! Elsterling, ihr erbärmlicher Wurm! Ah, Sir Edwin! Wieder macht ihr eurem Ruf Alarm! Es war also wirklich nur sein fehlendes Augenlicht. Aber ich glaube, Toro hatte dieses starke Schwert und Edwin hatte das schwache Schwert. Scheint mir so, dass das starke Schwert, ich habe ja auch eben welche ausprobiert. Für eure Heldentaten heute werdet ihr eine Menge Gold bekommen. Und das hier. Ich war hier noch nie so belustigt. Erst Bohmhoff, nun Elsterling. Das muss ich natürlich jetzt Herrn von Weberlichingen leider noch heimzahlen. Diese Schmach, die ihr hier ausbreitet noch. Volk. Als was neutraler Kommentator der Neutralität verpflichtet. Ich sitze hier oben und spreche zu uns, während die Sprösslinge der niederen Häuser dort unten im Dreck kriechen und an ihrem eigenen Blute ertrinken. Wahrlich, dies ist der Unterschied zwischen einem Stammbaum, der 1000 Generationen zurückgeht, und irgendwelchen erbärmlichen Usurpatoren. Nun, als nächstes wird es wohl einen Schaukampf aus der Königsgarde geben.
Sir Edwin gegen Hauptmann Toromir. Nun kommet, Edwin! Die Wachen haben mein Pferd entfernt, das brauche ich natürlich zurück, wenn ihr mich im Lanzenkampf, wenn ihr euch mir im Lanzenkampf stellen wollt. Natürlich, so bringe ich ein so Pferd für Sir Edwin! Ist das jetzt schon das... Jener Kampf ist kein gewöhnlicher Kampf. Okay, das gehört jetzt nicht zum Turnier. Es geht um nichts weniger als die neue Hauptmännlichkeit oder jene altige, welcher der alte Hauptmann hauptmännlicherweise behauptmannet. Also das ist jetzt, das Turnier hat Pause, das sind jetzt irgendwelche Schaukämpfe, die er von... Ja. Sir Edwin, dies ist eure Chance, euer Tag, eure Zeit, eure Stunde. Nun denn, wir sind alle hier. Höre her, Edwin, besiege er den gar grässlichen Stier. Ich bin bereit für euch. Mit Verlaub sieht er so sogar besser aus. Na, was jetzt? Ach so, da sind die Pferde, okay. Ihr wollt einen Faustkampf. Ich sehe schon, ihr ruft nach einem Faustkampf. Das ist natürlich nicht so einfach umzusetzen. Tatsächlich. Sag, ist Sir Edwin vollkommen genesen in einem laufenden Turnier? Wir würden doch keinen unfairen Kampf wollen, nicht wahr? Natürlich ist er das. Lediglich mein Helm ist ein bisschen verbeult, das würde mich aufhalten. Sehr gut, Sir Edwin. Dann, ich glaube an euch. Eure hohe Regentschaft, ich werde meinen hauptmännischen Titel und meine Ehre gegen Sir Edwin verteidigen. Natürlich mit meiner bravourösen Lanze. So, wer ist wer? Jetzt geht's hier um die Hauptmannsehre. Lady Patina, gebe sie das Signal! Kack das Pferd nochmal. Sir Edwin, zeig mir hier eine Stange, halt! Sir Edwin! Ja. Nun! Gut ausgewichen, Sir Edwin, für wahr! Capstar, herzlichen Dank! Für dein Geschenk, Abo. An Hackmat. Oho! Beide haben sich gegenseitig verwundet. Wahrlich. Hier seht man. So viel Blut! Zwei Ritter von Stand und Kompetenz. Und plötzlich ist der Kampf auch spannend. Wir sollten einfach weniger Bauern antreten lassen. Ah, ich sprach zu früh. Es tut mir leid. Jenes Pferd ist lahmet. Nun kommt, Edwin! Ist das alles, was ihr habt? Ich will euren Kopf! Oh, das Pferd! Oh! Edwin streckte den Gaul nieder! Das Pferd ist einfach umgesackt! Treffer! Ja, hat Pferde geschlagen, zählt als Sieg. Boah. Pferd. Hat einer Game of Thrones geguckt? Sieg. Bitte rettet das Pferd. Zwei Kampf. Das arme Pferd. Zählt, er ist verblutet, Kampf. Was ist passiert? Was geschieht? Er ist geschwächelt! Sir Edwin ist geschwächelt durch meinen plötzlichen, schwergewichtigen Abstieg vom Pferde! Ein Mann, der sich nicht auf die Pferde halten kann, soll weiterhin Hauptmann sein! Aber warte mal. Was soll die zu euch? Das kann ja auch gut sein, dass er geblutet hat, ne? Ich hab ja auch eine Blutung und die, zuerst vom Pferd sein. Wenn die nicht gestillt wird, dann wird man ja auch. Denn nicht er viel, sondern sein Gaule! Erst mit etwas Verzögerung in die Knie gegangen. Sondern nur den Gaule, auch wenn dieser sehr ähnlich aussieht. Bravo! Ja. Ein Zweikampf! Wollet ihr einen Zweikampf? Ja, Zweikampf! Zweikampf! Jawohl! Ich brauch nichts! Ich bin Dreikampf! Den mach ich jetzt weg! Hier wird nicht geheilt! Oh, seht, der kämpft gar barfüßlich! Und einem Finger weniger kämpfe ich natürlich am besten. Sehr fair bisher. Natürlich! Komm, für die Ehre! Du willst meinen Titel, so nimm ihn dir! Was ist das, ein Tanz? Oh, das war's. Oh, nein! Oh, unterstreicht er seinen Sieg erneut! Touristischen Tanz!
Ah, okay, also Selvin hat verloren, Thor hat gewonnen. Welch traurige Wendung der Ereignisse. Doch grämt euch nicht zu Edwin. Noch immer könnt ihr den Titel des Turnier-Champions gewinnen. Ja, da oben ist der Turnierbaum. Also es gibt noch vier Viertelfinals, zwei Halbfinals und das Finale. Also 7 Kämpfe stehen uns noch bevor. Und dann wissen wir, wer das Turnier gewinnt und damit auch von Elsterling niedergestreckt. Das ist doch, worum es heute ging. Das ist, was wir alle gekommen sind, um zu sehen. Das ist natürlich nicht so einfach, diesen Spott zu ertragen und gleichzeitig die Disziplin aufzubringen, sich zurückzunehmen. Das ist in der Tat eine große Herausforderung, die größte vielleicht am heutigen Abend, aber das schaffen wir schon irgendwie. Oh, sehr gut. Wenn ihr geheile Zeit lasst und rausgehen und ich gebe eine Kundgebung bekannt. Eine Kundgebung. Nun, Eure Majestät, wenn es euch beliebt, wollen wir weiterfahren mit dem Turniere. Eure Lordregentschaft, könnte mich ich auch habe eigentlich eine Verkündung umziehen, zu ne? machen, obwohl gleich der Tapferkeit oh, von was? Sir Edwin. Denn wir sind jetzt ja eigentlich fertig mit dem Turnier. Was ist und somit das? Achso. Entscheide ich, dass wenn ich irgendwann aus dem Leben scheide, das hatte ich gar nicht er der Erste wäre, dass er der Mittelfinger des Königs wird. Hauptmann und Gardist, Erster seines Namens. So sei es verkündet, hiermit wird Sir Edwin befördert zum Ringfinger des Königs. Nicht Doofkopf. Ja, hätte mir, glaube ich, zusätzlichen also Schutz gegeben, ne? Für diese Großmütigkeit. Sir Edwin! Protect Lex. Nun, vielleicht der kleine Finger, bevor er der Mittelfinger wird. Ja, das hätte ich vielleicht anziehen Finger, sollen, ne? Doch möge er in die Mitte der Fingerhand wandern, sollte der Mittelfinger einst verschwinden. Hatte ich das an? Ich hoffe, der Mittelfinger lebt noch sehr lange und glücklich. Gott, hatte ich alles an? Ja, das hatte ich doch an. Das hatte ich schon drüber, Edwin, oder? Ihr habt uns alle stolz Gott, gemacht. Nicht, ich bin begeistert. Dies ist der beste Tag seit langem. Ich komme aus der Freude kaum heraus. Ich glaube, ich hatte nun alles an. Wollen wir ein wenig weiter dabei zuschauen, wie sich Leute für unsere Belustigung niederschlachten. Und zunächst, liebes Volk, erhalte dir eine weitere Gelegenheit, Astfried bluten zu sehen. Denn er reitet nun gegen Lostradamus. Und anschließend wird Franz der vielleicht Superschöne gegen Nirvinia Hofbauer anreiten. Den Hüftschurz. Zu hören, Volke! Einfach nicht sind angezogen, war vielleicht bereit, mega dumm. So holet ihr eure Pferde, eure Lanzen, eure Ausrüstung und tretet hier in der Kampfesarena an. Der bärtige Lostradamus und der gar dorflüttige, lauchige Astfried. Eure Majestät hat mich so, darauf was hingewiesen, ich denn hier? Dass ich niemals so schlau sein werde wie der König. Und ich vergaß doch gänzlich, dass vor dem zweiten Kampf das Bardenduell folgen wird. Wir werden uns also zunächst an Kunst erfreuen, bevor wir uns an Blut erfreuen. Das knackt ganz schön. Angeklapper für die Halbzeit. Wie heißt es denn? Was ist Musik? Fisch gerade marschiert. Die Halbzeitvorführung! Ja! Nun denn, schaltet eure imaginäre Musik in euren Köpfen ab, so hörete. Niemand kann dir den nackten Kampf gegen Maurice nehmen vor dem wahren Volk. Ihr habt völlig recht. Das kann mir wirklich niemand mehr nehmen. Der wichtigste Kampf ist gewonnen. Und der ist für immer ins Gedächtnis des Volkes gebrannt. Weberling, du bist schon wieder zu leise. Nun denn, meine Stimme ist nicht so stark wie die des Barden. Man sehe es mir nach. Jene beiden haben schon oft ihre Kunst oder, wie in Fiskos Fall, den Mangel davon demonstriert. Und so freue ich mich auf die Darbietung des einen und fürchte die des anderen. Doch ich bin sicher, dies wird ein denkwürdiges Bardenduell, dessen beide Darbietungen wir nicht so schnell vergessen werden, ob wir wollen oder nicht. Beginnt. Macht er gut, Maurice macht das gut.
Er moderiert das sehr gut. Ich glaube, er hat sich vorbereitet. Nun, Fisco, ich lasse euch den Vortritt, da ihr ja nur der königliche Hofnarr seid. Das ist wohl richtig. Ich beginne so, denn... Macht euch gefasst, ihr Base. Schöner Song. Der Janzelot ernennt sich sein Bade, doch ist er bloß eine große Schande, klaut Melodien von vielen anderen, da will sich niemand danach umdrehen. Janzelot, du Schuft, ab mit dir in die Gruft, oh ja. Lancelot, du Schuft. Das Baden-Duell, wie so ein Rap. Freestyle-Battle. In die Gruft. Nicht gut, gefällt mir. Jubel, Jubel! Sehr gut. Das war gar ja, wirklich nun. Großartig. Yay. Ich weiß, aber... Lancelot, zeig dir, wie das geht. Eine passable Darbietung, Janzelot, nun ihr. Oh Fisco, wie vortrefflich seht ihr aus. Doch beginnt ihr mit der Laute oder gar singt ihr, fliegt ihr irgendwo raus. Die Gasthäuser, die fürchten euch ob eures schräpigen Gesangs. So geht hinfort, ersaufet euch, oder nein, geht einfach wieder in die Schenke hinein, denn dort schmarotzt, ja und kotzt, ja. Ihr schmarotzt und kotzt euch ja. Voll, so voll. Schwein hätte sich gereimt, geht wieder in die Schenke rein und bekotzt euch wie ein Schwein. Ich wusste immer, dass ihr ein wahrer Künstler seid, Janzelot. Schmiert sich die Reste in die Jacke. So riecht er stets nach Hühnerkot. Oh ja, das ist der Janzelot. Janzelot, du Schuft. Ab mit dir in die Welch pöbelhafte Widerwärtigkeit! Er beschmutzt die königliche Turniergelände! Oh! Ihr seid genauso bäuerlich wie diese Ritter, die mit Mistgabeln antreten, Fisco! Das verstehe ich nicht. Janzelot ist eindeutig der Sir Edwin unter den Barden! Nun, darf ich noch erwidern? Darf ich noch erwidern? Na, darf er erwidern? Ja, selbstverfreilich doch! Ja! Oh Fisco, ob all deiner gemeinen Sagen, möchte ich es doch wagen. Wir sind doch beide vom fahrenden Volk und ergötzen unser Publikum. Und deswegen sollten wir, ob schlau oder dumm, auch beide überleben. Glaubt mir, Leute, die des Adelshaus und des Königshauses, aber auch die Leute hier auf der Tribüne. Oh, ihr Leute, glaubt mir heute, sollte kein Spielmann sein Leben lassen. Ja! Doch, war gut, ne? Großartig. Singen kann er einfach. Ja, mein Mann. Und sehr versöhnlich. Ich danke euch. Welch königliche
antworten. Ja, Lancelot, ihr seid weise und gütig. Doch wenn wir nun auch fortan zwei Barden im Lande haben werden, mögt ihr nicht vielleicht den armen Fisco einmal unter eure Fittiche nehmen und ihm eure Kunst beibringen, auf dass auch er uns künftig mit ähnlich hochwertigen Darbietungen erfreut, wie ihr es tut? Ich soll Lancelot Wenn es Fiskus Wunsch sein soll, ja. Ansonsten würde ich sagen, jeder hat seine Expertise. Was sagt ihr, wer hat gewonnen? Und so ist es doch Fiskus Expertise. Jan oder Fischi? Durch seine Art und Weise, wie er lebt, das Volk zu erfreuen. Das Volk zu erfreuen? Ja! Also, nein, der kommt so schön wie Fisco. Nun denn. Ja, wahrlich, so wie ihr die Adelshäuser, die von Geschmack und Kultur sind, erfreut, braucht es ja auch jemand, Fischi, der die Bauern Jan, im Schweinestall Jan, erfreut. Jan, Fischi, es ist Fischi, gut, Jan. Dass es euch gibt. Fischi gewinnt das Roleplay, ja, das stimmt, ja. Ja, das war's. Aber natürlich ist das des Königs, es ist natürlich des Königs Entscheidung, wie alles, was hier passiert. Es war mir eine Ehre, vor euch spielen zu dürfen. Natürlich. Der König, euer König, entscheidet nun den Gewinner. Der Gewinner des Bardenduelles ist Astfried. Was? 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 Bitte? Ich wusste es. Der Lungenmann. In mir schlummert das dreckige Stück. Endlich. Ich verstehe nicht. Auch sogar vom Adelshaus. Alter, Frechheit! Komm her, du Schwein! Schibo, du bist in meinem Schatten. Ja, Schibo, ich meine, das, bitte. Das kommt unerwartet. Ja, natürlich. Hütet deine Zunge. Wir wissen alle, dass der König immer recht hat, obwohl es selbst mir, dem schleimigsten aller Schleimer, in diesem Fall besonders schwer fällt, jenes eins. Doch ja, der König, weise und gerecht, wie immer, Astfried, der Lob beste Sänger König im Lande, eindeutig, ich war immer dieser Meinung. Hab Dank. Nun, eure Regentschaft, soll ich nun beide restlichen Baden, das Blut vergießen lassen, soll sie nur hingerichtet werden? Zweikampf! Lasst die Baden den Rest des Turnieres beobachten, auf dass sie danach in den Kerker gesperrt werden. So sei es! Und Lobpreise Astfried, den Gewinner des Baden-Duelles! Oh nein! So sei eine es! Gerechte und doofe Entscheidung, eure Majestät! Das ist eine von vielen Meinungen. Eure Majestät! König! Ruhe, schweiget, eure königliche Majestät! Mir kam sogleich eine Sinnhaftigkeit. So solle doch Lancelot ein instrumentales Stück spielen und Astfried, unser neuer Bade, für des Königs eine gar köstliche Probe geben. Oh, jetzt muss er singen. Oh, jetzt muss er singen. Nur als Stuhlprobe betiteln. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er das meistert. Eine große Herausforderung. So beginnt doch Astfried, so beginnt! Er singt wunderbar! Singt Astfried, singt um euer Leben! Oh, Prinzessin! Oh, bei meinem Stammbaum! Gottes Willen! Prinzessin! Gottes Willen! Kannst du mich streiten? Nur für euch! Ich werde meine ganze Energie. Niemals kannte ich solche Pein. Stecken. Oh Gott. Ich erwarte euren Applaus. Nun klatscht für mich und mein Talent. Klatschsteine. Oh Gott. Ja, Mann. Oh Gott. Kann die Heilerin auch Trommelfälle heilen? Wessen Ohren Heilung bedürfen, können nicht nach dem Turnier König, auf der Rückseite einfallen eventuell lassen. Doch Laufmann zu arg geschwächt sein. Ruhe, lass uns die Heilerin sprechen. Ruhe, schweigen, die Heilerin vermag. Ruhe, Heilerin, so sprechen Sie.
wessen Ohren nach dieser Darbietung Heilung benötigen, so solltet ihr mich nach dem Turnier aufsuchen. Ich werde eure Ohren und auch euren Verstand von dieser schändlichen Wiedergabe heilen. Es war wunderschön. Das Turnier kann nun weitergehen. Das ist sehr, sehr nett. Das werde ich auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Oh, König, also wir darf ich noch mein Arme etwas haben sagen. Ja noch hier die ganzen Matches, ne? 6, 7 Matches noch. Kann auch eine ganze Weile dauern hier heute, das Turnier, wa? Oh, König! Darf ich meine Stimme noch einmal an euch richten? So solle der Astfried verbannt werden, wenn er dies wünscht. Nein, 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 das war ein Missverständnis. Ich muss da jetzt kämpfen. Wahrlich, eure Majestät. Ach so, man bringe ihm einen Verband, verzeiht. Der Verlottete, Janselot, möchte noch etwas sagen. Na, was passiert jetzt? Darf ich mein Wort noch einmal an euch richten, König? So richtet. Nun, es würde mich erfreuen, wenn ich zum Ende des Turnieres noch einmal für euch und das ganze Volk ein letztes Lied singen könnte. Denn sollte ich aus dem Kerker noch einmal herauskommen, so werde ich heute abreisen müssen. Also, wenn ich es überlebe. Nun, aber es ist mir das Volk so ans Herz gewachsen, dass ich mich verabschieden wollen würde mit einem Liede für euch. Singt jetzt! Ja. So sei es! Nun denn, ein Grund mehr dieser Veranstaltung zu bleiben, aber lasst uns weiter fortführen mit dem Turnier. Bade, gehe nach hinten. Nun, Weberlichenknecht, die nächste Partie, oder gibt es noch einen weiteren Punkt, der hier gesühnt werden solle, König? Sag was. Ja, nein, fort mit dem Turniere. Nun dann, wahrlich, die nächste Partie. Ja, ey, das Ding ist natürlich. Nach dieser Darbietung brauchen wir alle etwas gutes, altes Blutvergießen. Klar, ich meine, man ist natürlich bei dem Turnier jetzt. Zumal, wenn man so wie ich in Runde 1 ausscheidet oder gar von Anfang an gar nicht teilnimmt, natürlich vornehmlich mal zum Zuschauen verdammt. Im Gegensatz zu der alltäglichen Action im Dorf habe ich natürlich jetzt hier eine sehr passive Situation für mich. Ich will jetzt auch nicht ständig irgendwie reinrufen oder irgendwie jetzt für einen Spruch irgendwie die Aufmerksamkeit auf nicht reisen, wenn da irgendwie 1000 Leute gerade versuchen, das Turnier zu schaukeln. Ich finde es aber trotzdem mega, weil das erstmal die Arena ist super. Lustige Ideen, die Halbzeitshow ist grundsätzlich auch total cool. Das Problem ist, ich glaube, man kann das nicht so verdichten. Wenn da jetzt Eventmanagement hinterstünde, würde man vielleicht sagen, okay, pass auf, da ein bisschen mehr Tempo rein. Aber das ist natürlich jetzt gar nicht so leicht umzusetzen. Aber ich finde es trotzdem unterhaltsam. Es ist nur halt für mich so, dass ich halt natürlich der Ehrenwerte! Vornehmlich bei Zugucke. So. Aber das ist ja vielleicht auch mal. Okay. Machen! So holet die Feuerpfeile raus! Ich möchte nachher den Astfried anfeuern! Ich bin einfach nur Lostradamus! Der Mann für alles! Und nun! Der Mann! Der gelangweilte Mann für alles! Dort drüben steht er! Er hat seinen ersten Gegnerin bezwungen! Lostradamus, der Gelangweilte! Applaus! Ah, wir müssen applaudieren. Ja. Das gehört sich so. Nieder mit Astfried! Er ist so gelangweilt! Und dort sehen wir den neuen königlichen Barden und Peiniger der Trommelfälle! Siehst du mal, wie es uns immer geht, sagt Kalli. Ja. Ja, ich war schon dran. Doch, ich zu Basa. Unter mysteriösen Umständen bin ich zu Tode gekommen. Nein, nicht zu Tode, ich wurde aber schwer verletzt. Relativ schnell wieder geheilt. Aber nach wie vor beschäftigen sich die Forscher mit der Rechtmäßigkeit dieses Ergebnisses. Wieder mit Schandfried. Er trinkt an deinem eigenen Blut. Schandfried. Das Signal der Tröte. Schandfried. Vielleicht esse ich noch einen Keks.
bin zu früh. Oh, das Pferd. Und jetzt? Und jetzt, was passiert, wenn das Pferd... Hier ist einfach Keks in der Zwischenzeit. Was ist das denn? Streck ihn nieder, Lostradamus. Das hast du nicht getan. Steig von deinem Pferd. Ersatzpferd. Er tötet das Pferd doch nieder wie der Edelmann, der ihr seid. Volk ist natürlich einem Ersatzpferd oder einem Zweikampf zumute. Wie war denn das früher? Hat man ein Ersatzpferd bekommen? Stieß mich gerade, beim Tios, dass ich oder? Nicht auf die Pferde saß. Das war ein unehrenhafter Stich. Ich fordere Disqualifikation. Astrid Lü. Das hat niemand mehr. Ich war voll. Wie was passiert? Das kann ja jeder behaupten. Nun, der Zweikampf hat die Lostradamus, mein bärenerter König. Ah, schweiget! Soll der König entscheiden oder der Zweikampf, war das früher so? Oder, die oder ist das deine... Votest du für Zweikampf? Oder ist das, Was soll geschehen, werte Prinzessin? Bei House of Dragon, wie war das nochmal? Hat man da ein Ersatzpferd bekommen? Weiß ich gar nicht mehr. Astrid ist gar ein starker Kämpfer. Er wird den Zweikampf gewinnen. Also ein Zweikampf. Weiße Wahl. Sollte Astrid vorher noch keinen Schwächen. Ihr verliert. Macht euch keine Hoffnung. Nun, Astrid. So stellet euch auf, Astrid, etwas weiter nach hinten. Ja, das Schwert, damit wir vorne das abklären können, bevor wir wieder eine unehrenhafte Handlung begehen. So, Nostradamus, hier seine Waffe. Ich bin aufgeregt. Es werden keine Waffen geworfen. Dies führt zu Disqualifikation. Das wird hier noch geklärt. Nostradamus, seit wann hattet ihr ein, seit wann habt ihr mein Schwert? Oh, ein Dieb ist ja auch noch. Was tuscheln die da? Ach, dann geh die Hosen, Astrid! Ich glaube, er gibt ihm Informationen. Das ist für unsere Disqualifizierung. Geht's da mal weiter? Auf dass er endlich in einer Blutwolke explodieren möge! So, ja, sei es, beide Kontrahenten sind bereit, sollen sich bis zum Tode oder was auch immer angreifen. Das hat er nicht selbst gemalt, das kann er nicht selbst gemalt und das hat er sich im Internet gezogen. Gebt das Signal! Gut, Volken! So, haut euch auf die Fresse, Bild. Hört auf rumzutanzen, klappt euch! Aber es ist einfach wirklich gut gemacht, ne? Das muss man einfach sagen, die Arena ist echt cool. Los! Maurice macht das super. Grundsätzlich die Idee so mit Halbzeitshow und so weiter finde ich auch ey, richtig gut. Also wirklich großes Lob an alle, die das hier auf die Beine gestellt haben. Es ist halt so ein bisschen. Oh, da ist es. Immer besser. Es ist halt tatsächlich einfach diese, das ist natürlich ein bisschen wirklich. Wo ist die Anfeuerung? Ein bisschen mehr Zug könnte auf jeden Fall sein. Aber das ist halt echt, wie gesagt, sehr, sehr schwierig. Jawohl. Hört mich auf. Das ging nicht mit rechten Denk zu. Ich spüre das Blut. Hört mich auf. Richtig so. Nun, wer hat alles Volk von Rustalot? Im Zweikampf verlor Astrid, der neuerdings Bade war, nicht mehr Marktschreier und wurde besiegt vom gelangweilten Nostradamus. Damit hätte ich für wahr nicht gerechnet. Welch wundervolle Fügung ein der Ei, Ereignisse. Oben ist immer noch voll. Ja, großartig. Ja. Wir können als mal nächstes nach oben wollen wir zwei treffliche Recken sehen, die beide... Wo kommen die eigentlich wieder runter? Hier ist zu? Die beide schöner und beliebter sind als Astrid, wie eigentlich alle hier Versammelten. Anila von als nächstes wird Franz der Superschöne gegen Nirvinia Hofbauer reiten und danach Sir Sunibert unter dem Banner meiner Tochter Liliana gegen Sir Knechtelbert vom Tausendsee. Ich komme mir nicht, wenn ich hier runterspringe, bin ich wahrscheinlich tot. Ich muss außen rum. Ich guck mal, ob ich noch eine Chance habe, irgendwie von oben eine bessere, zentralere Position einzunehmen. Können wir mal gucken. Ich finde, ich habe ja schon meinen Platz auch hier im, auf der Adelstribüne auch irgendwie auch verdient. Ne? Willst du noch nicht mehr hin?
Meine sehr verehrtes Publikum! Dann, okay. Die beiden Kontrahenten! Hier ist noch ein bisschen besser, oder? Nirvana, seid ihr bereit? Und hier drüben! Seid ihr ebenfalls bereit? So, ist das jetzt das Viertelfinale? Das zweite Viertelfinale. Haben nun wir. Nun denn! Wertes königliches Publikum und Volke, so trötet das Signal, es geht los. Ich war abgelenkt, wer tretet an gegen wen? Franz der Superschöne gegen Nirvinia Hofbauer. Zwei Menschen, die ich nicht kenne und die mir nichts bedeuten und dessen Ausgang des Kampfes mir tatsächlich gänzlich egal ist. Nun denn, reitet! Ist sowas oder etwas in der Art normal geplant? Weiß man das schon? Genau. Also, das wird, glaube ich, nicht das letzte Mal sein, dass... Beim Trötenklang, ihr Tölpel! Dass Rustalot stattfindet? Haltet ein! Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das eine einmalige Nummer ist. Ich denke schon, das wird noch häufiger mal passieren. Ob jetzt ein Turnier dieser Art, also ich glaube, in dieser Rustalot-Session nicht nochmal. Also das... denke ich, ist jetzt einmal einfach nur ein Turnier. Ja, irgendwie hab aber das Universum als solches, da wird es mit Sicherheit noch weitergehen. Ja, Treffer! Ingo, Blut! Volk verlangt nach Blut! Wo sind eure Stimmen? Zwei Gläser mit Marmelade. Mehr Blut! Blut! Nirvinia! Blut! Blut! Nirvinia! Pfui! Ihr könntet einfach beide sterben. Die eine Person, die ich nicht kenne, hat die andere Person, die ich nicht kenne, verwundet. Jetzt habe ich null gesehen, wer da wen getroffen hat. Wohl wahr! Ich setz auf die Person, die ihr nicht kennt. Oh! Ich halte dagegen! Es gibt manche Momente, da sollte man nicht einfach weiter eintreten. Möge der Bessere gewinnen. Oh! Fürwahr! Enttäuschen! Nun! Buh, ja, Buh. Oh, guter Stich. Die Person, die ich nicht kenne, hat verloren. Wow, der wunderschöne. Nun, dann schuld ich euch. Nun, es war gar eure Esser, Nirvian, die gar schreckliche Fehlinvestition eurerseits hat verloren. Wuhu! Was? Ich führe immer gern an eurer Stelle, mein König. So bleibt doch leben und sterbt. Nun denn! Vater? Lady okay, das heißt, nun denn, jetzt kommt ein glorreicher Sieg, ein glorreicher Sieg. 3 und 4. Als nächstes wird Sir Sunibert, der Ritter meiner Tochter, ganz gewiss Sir Knechtelbert vom Tausendsee, vom Pferde stoßen. Und anschließend wird Sir Edwin, mein persönlicher Champion, sicherlich die Lady Zimtella vom Pferde stoßen. Wahrlich. So, schaffet die Pferde weg, die hier noch stehen! Wahrlich und fürwahr! Nun! Euch noch eine Lanze über? Wo ist unser werter König? Der König ist kurz hinter die Tribüne getreten und übertrug mir die Aufgabe weiterzuführen. Ja, kacken, wie es die Prinzessin so trefflich formuliert. Sich. Indes, während der König nicht da ist, werden sich beide Kontrahenten lauthals beschimpfen, sodass sie das Volke erquicke. Fanget an! Wir schimpfen uns! Der uns! Sieh, miese Schwein eines Schweines dort drüben! Ich bin begeistert. Ein Duell mit Worten. Wahrlich. Das einzige Duell, in dem man nicht mal eine Chance hätte. Ja, ihr müsstet schon schreien, Knechtelbert, damit er es kann. Wahrlich. Sir Sunibert, eure Stimme ist schlimmer als die von Herrn Fisco. Oh. Ey, soll ich mal was sagen? Ich find's, ich find's alles mega geil. Aber mich macht diese Passivität so ganz kribbelig. Ich hab jetzt richtig Bock im Anschluss an Rustalot irgendwie noch eine Runde Bioshock oder irgendwas zu spielen. Irgendwas, was nicht so... Der König ist nackt! Was mich in die Aktivität bringt. Seht ihr? Was ich mein. Und wenn der König bestimmt, ohne Hose durch sein Reiche zu laufen, dann möge dies so geschehen. Nun denn, es ist das Königsvorrecht, überall ohne Hose hinzugehen. Als Machtdemonstration werde ich für den Rest des Turniers die Hose auslassen!
Sehr gut, eure Lordschaft! Ich werde natürlich jetzt schon auch sehen, wer gewinnt und so weiter. Aber ich habe so ein bisschen irgendwie mich. Ja, ich bin. Ich werde ein bisschen. Will irgendwie. Ja. Was machen? Ich will. Alle Recken bereit! Lasst das Signal erklingen! Ich erzähle euch einfach nebenbei ein bisschen was. Bei mir hier in der Butze, ne? Ich habe hier so einen kleinen Streaming-Raum. Und das wird hier so heiß. Und die letzten Tage war ich am Ende der Streams so richtig durchgeschwitzt. Und weg fort mit euch. Nun denn, Mufflon habe ich richtig reitet gestunken. Und tötet. Weil das hier einfach so heiß war. Wegen der ganzen Elektrogeräte, die hier sind. Es sind so viele Elektrogeräte in diesem kleinen Raum. Die heizen das einfach komplett auf. Und jetzt habe ich ein weiteres Elektrogerät hier reingestellt. Ihr seid geritten, doch ihr habt nicht getötet. Die Aufgabe hat, den Raum zu kühlen. Und da habe ich mir auch gedacht, ist eigentlich auch total bescheuert. Ja, noch ein Elektrogerät reinzustellen. Und warten, bis der andere bereit ist. Trottel. Aber es funktioniert ganz gut. Hört ihr das irgendwie rauschen? Nee, ne? Ich glaube, das wird alles. Das Rauschen ist noch recht leise. Ich kann mal ein bisschen probieren. Ich mach mal einfach mal mein Kühlgerät ein bisschen lauter. Ich glaube, das Mikrofon kann die Rauschunterdrückung sehr gut. Das mit dem Warten hat er nicht handhaben. Verstanden. Aber auf dem schwarzen Rosse. Nun gut. Ich langweile mich da sehr. So bringet Astfried und lasst Lostradamus ihn erneut anritzen, sodass er blute. So, jetzt rödelt das Ding auf Stufe 10. Und das sind die Ritter des Königs? Und jetzt bin ich mal neu, hört ihr das? Es ist ein Ritter des Königs. Für Edwin, hört ihr irgendwas? Mein wahrer Champion kommt ja noch. Keine Sorge, bald gibt es wieder Blutvergießen. Ein bisschen. Ja, peinlich. Zwei kommen. Ein Treffer, für wahr. Verzüglich. Ganz leise. Das ist die höchste Stufe, das ist schon verdammt laut. Das ist echt faszinierend, was die Mikros alles so rausfiltern können. Nicht so schnell. Es kann nicht wieder so treffsicher sein wie ihr, Sir Edwin, nicht wahr? Oh, ich glaube, 7 geht klar. Scheint der Wartka ausgelaufen. So höre ich es kaum. Ey, das ist auch so akustische Luftverschmutzung. Nun, Lady Patrick. Sehr gut, ihr hört das nicht, das ist in Ordnung. Als Beweis. Nun. Jawohl! Einfacher Kampf. Die königlichen Gardisten von Rastrop. Ja, sehr schön. Es stört euch zumindest nicht. Das ist sehr, sehr gut zu wissen. Dieser Knappe, der. Es ist nur tatsächlich auch ein bisschen anstrengend, diese Lärm. Wenn zu viele Lärmquellen auf einen einströmen, also jetzt so in-game und so weiter und ich selber. Und dann noch so ein Rauschen im Hintergrund, das ist tatsächlich. Wo wir gerade bei Stolz über das Haus und die Königsfamilie sind, wird als nächstes Sir Edwin von Haus Weberlichingen für das Haus Weberlichingen sicherlich mit einem Schlag die Lady Zimtella in den Dreck des Turnierbodens schicken. Fürwahr. Und anschließend sehe ich das richtig, dass wir schon zum Finale kommen. Wahrlich. Halbfinale nein, zuerst. Ganz, Halbfinale. Aber bald. Halbfinale. Ja, ich schaute sehr wenig Sportveranstaltungen in meinem Leben und bin manchmal verwirrt, was derlei Konstruktionen angeht. Doch nun, Sir Edwin, lasst uns etwas Blut das sehen. Das glaube ich ihm sogar. Aber dafür macht ihr Sir Edwin. Ich glaube wirklich, dass für Maurice muss das eine unfassbare Befreiung sein, sich innerhalb dieser Welt bewegen zu können. Weil eigentlich ist so werft euch diese Art zu sprechen Beleidigung an des Kopfes. Seine naturgegebene Art. Erst mit dieser Seite. Und er muss sich in der Realität immer umstellen. Und laut und deutlich. Und hier kann er einfach reden, wie er immer reden wollen würde. Ich weiß nicht, was ich schlimmer finde, euer verweichlichtes Pferd oder eure verweichlichte Visage. So, aktualisiert die Tafel! Sir Edwin, der Freundliche! Spreche ja seine Beleidigung aus, schön laut. Nun, euer Name ist wohl Beleidigung genug. Ich muss nicht noch weitere Worte erfinden, um euch zu beleidigen. Ja, nicht gut. Oho, so höret! Dafür gibt's Applaus. Finden. Moderierst du wieder Haus an Haus? Ja, das hoffe ich doch. Also wir haben das letzte Mal ja schon sehr viele Moderationsstrecken bei Haus an Haus aufgeteilt. Beim ersten habe ich ja irgendwie fast durchgängig moderiert. Beim ersten Haus an Haus. Da hatte ich auch noch so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil ich habe ja damals mit diesem Format den Teilnehmenden diese 24 Stunden aufgebrummt. Und dann dachte ich, okay, das Mindeste ist es, wenn ich das dann
moderiere, dass ich dann auch irgendwie eine ähnliche Belastung habe. Und dann war ich da, da bin ich einmal für 8 Stunden nach Hause gefahren, glaube ich. Wovon ich 5 geschlafen habe. Kannst du was sehen? Und den Rest habe ich moderiert, was dann immerhin ja auch noch eine ganze Menge ist. Aber beim zweiten war es dann nur so eine 4-Stunden-Strecke oder so. Und ich glaube, beim dritten Aus und Aus wird es auch eher so sein, dass wir uns das aufteilen. Das war ein Schlag auf den Kopf. Diese 24 Stunden im ganzen Team. Weil alles gut ist ja, wir haben ja echt eine Menge guter Leute, die vor der Kamera sowas sehr schön kommentieren können. Da muss man sich dann ja auch gar nicht 12, 16 Stunden dahinsetzen. Oh. Dieser Kampf wird gar ausgetragen. Nun, niemand ist perfekt. Ja. Auch ihr nicht, Sir Edwin. Guck mal hier. Nian Shia und Sinti, herzlichen Dank für eure Primes. Ein weiterer exzellenter Treffer, Sir Edwin. Warum lebt dieses Weibsbild? Kommen externe Gäste zum nächsten Aus und Aus. Ja, auf jeden Fall. Guck mal, ist vorbei, der ist verblutet. Edwin! Für den langsamsten Kampf zu Edwin. Dritter Turnier ist auf jeden Fall. So langsam war das gar nicht. Sehr, sehr langsam. Das war super langsam. Das war schon sehr langsam, Sir Edwin. Es war die langsamste Edwin, das war unglaublich schnell. Okay, Edwin ist im Halbfinale. Was ich hier gesehen habe. Dann habt ihr euer eigenes wohl noch nicht gesehen. Auch keine Hilfe. In der Tat, war nicht mein Prinz. Nein, Sir Edwin ist über jeden Zweifel erhaben. Ich blinzelte kaum und schon lag das Weib zu Boden in ihren eigenen Eingeweiden. Sir Edwin, großartig. Ihr seid ein Ritter wie aus den Legenden von König Artus. Ich bin begeistert. Dies ist der beste Tag aller Zeiten. Und was auch immer nun passiert, es kann gar nicht mehr schlecht werden. Nun kommen wir direkt zum Halbfinale, wo Lostradamus gegen Franz den Superschönen reitet und dann, ach und weh, leider das Schicksal konspirierte, um die beiden Champions des Hauses Weberlichingen gegeneinander in den Ring zu schicken, die doch eigentlich für das Finale bestimmt wären. Doch im Halbfinale werden sich Sir Sunibert für meine Tochter und Sir Edwin für mich gegeneinander bekriegen und dabei kann mein Haus nur gewinnen, nicht wahr? Denn so habe ich es eingefädelt. Ziemlich dumm eingefädelt, oder? Wahrlich gut gesprochen. Nun, die nächste Begegnung. Ist gar welche? So, wen haben wir? Können wir da was erkennen? Nee, ich kann nichts erkennen. Dass die Lanzen der Teilnehmer die ganze Nacht standhaft bleiben. Losferatus gegen Weberlichen, die nächste Partie. Ah, ich sagte sie doch bereits an. Lostradamus gegen Franz den Superschönen und danach Franz, der Sir Sunibert gegen Sir Edwin im Halbfinale. Es haben sich die Äußeren haben sich aber durchgesetzt. Ist das Zufall? Der gelangweilte Lostradamus scheint wieder bereit zu sein. Lostradamus ist Favorit, ja? Wir werden sehen, ob deine Einschätzung sich im Ergebnis wiederfinden lässt. Und ihr? Franz, gibt es ein Projektformat, was du nochmal richtig gern umsetzen würdest? Fragt so nun drin. Ultimate Fistlord. Euer Königlichkeit, sollen die Kontrahenten sich beleiden oder direkt fortfahren? Ja, auf jeden Fall. Ich hatte euch doch irgendwann mal erzählt von diesem Real-Life-Zombie-Pen-and-Paper, was ich vor vielen Jahren schon mal geschrieben hatte. Schön laut. Ich glaube, das ist, keine Ahnung, 6 Jahre alte Idee oder so. In meinen Augen wunderschön und sein Glanze erstrahlt. Da geht es darum, dass quasi eine Gruppe vortreffliche Beleidigung! Eine Art Schnitzeljagd macht, aber so als Pen and Paper in Character und das Ganze irgendwie in einem, seine Beleidigung aus. In der Natur mit einem Bach und irgendwelchen und dann treffen die auf irgendwelche Charaktere, auf irgendwelche NPCs, auf Feinde und müssen halt ein Pen and Paper Abenteuer halt draußen spielen. Wollen wir diese beiden Recken? Und da hatte ich mir überlegt, ob man irgendwie eine LARPer-Gruppe findet, die eine Zombie-Apokalypse quasi, also die einen Zombie-Angriff spielt oder meinetwegen auch eine andere Form von Angriff. Und sollen sie sich küssen? Also ein Abenteuer-Show, wo man auch dann wirklich so, wo es dann,
wo man was zu essen kaufen kann bei einem fahrenden Händler und ansonsten haben sie nichts. Sowas, da hätte ich Bock drauf und dann mit Outdoor-Kameras und so, also mit diesen Rucksäcken, ne, Streaming-Rucksäcke und so. Das wollte ich immer mal machen, ansonsten... Liebe und Blutvergießen sind ja oft nur zwei Seiten der gleichen Medaille, nicht wahr? Habe ich ja mit Haus an Haus schon eine größere Idee auf jeden Fall umsetzen können. Balladenwürdig dem anderen über seinen Leichnam. Und da gibt es auch ganze Menge andere, die also auch andere Ideen, die jetzt auch nicht von mir sind. Die würde ich trotzdem gerne umgesetzt sehen. Also da gibt es eine Menge Sachen. Coole Sachen. Einige sind pandemiebedingt nicht umgesetzt worden. Die könnte man vielleicht nochmal irgendwann wieder reaktivieren. Oh! Ein Fokus der Liebe! Owner, herzlichen Dank. Oh, hier wird wenigstens mal gestochen und getroffen. Bravo! Hervorragend! Welch Romantik! Die Lanzen! Oh, Doppeltreffer. Oh! Bravo! Beim Stoßen flog ein mannhafter Stoß! Vater, ja? Spüre meine Lanzen! Also, okay, das, sind das Pferdetreffer alles, oder warum? Beide sind sie. Dies werde ich viril. Oh, er ist zu Boden. Stoß fertig. Hier vom Garten, der doch einer mehr als der andere. Die Liebe, sie mögen. Franz, der Superschöne, obsiegt. In der Liebe wie im Spiel. Ein Ziel für da ist er raus. Dürft mir helfen. Ihr Mann ist raus, Weberlichingen. Was soll denn das? Wer hat da Unfertigkeit verbreitet? Oh, Alter, was war das? Ich überprüfe nur sein Gesäß auf Ordnungsgemäßigkeit. Sehr gut, heb ich auf. Warum? Das war voll gemein. Nun, okay, jetzt hat doch Sir... Sonderlich emotional, nicht wahr? Als jemand, der seine eigene Ehefrau bei der ersten Gelegenheit verstieß, kann ich derlei Gefühle nicht nachvollziehen. Doch es freut mich für sie. Nun ja, als nächstes wird Sir Sunibert für meine Tochter gegen Sir Edwin für mich reiten. Und was nach einer Familienfehde klingt, ist einfach nur ein cleverer Plan, so. Bei dem das Haus Weberlichingen ohnehin gewinnt. Nicht wahr? Auf ich dachte, das war gerade schon sein Streiter. Nun auf denn, wenn es mein Signal erklinget. Weberlichingen! Sunem! Das war völlig unnötig von mir. Das stimmt ja einfach gar nicht. So lasset hören! Seid ihr gar erquicket über das Königlichsfestspiele? Ja. Großartig! Jawohl! Großartig. Oh ja, oh ja, das bin ich sehr. Lang lebe der König und seine königlichen Ideen. Ja. Aber nicht sehr gut, sehr gut. Ich habe nichts anderes erwartet. Oh. So denn, lasset die Beleidigung fliegen, Sir Sunibert. Ihr fanget an. Jawohl! Es hat been. Die sind ein Popelnaschender, Pupsküssender, ins eigene Bette, pinkelnder, baldiger Hauptmann, kleiner Finger des Königs. Ja, vorzüglich. Ja, ich gehe davon aus, du sprichst von dem gleichen kleinen Finger, den du dir ganz gerne den Hintern steckest. Nennet ihr euch gerade selber nicht so trefflich? Malz. Nun, da beide meine untergegebensten Gardisten sind, kann ich dies nur befürworten, dass sie gar sehr schleimerisch sind in diesem Sinne. Das ist das Horn erklingen! So, noch zwei Tschüss, das ist das Halbfinale, das zweite und dann... Glorie für das Hause Weberlichingen! Glorie! Sie reiten ja langsamer als der Kreis, der Bogenmacher. Langweilig. Hey, hey, hey. Für wahr, Wahrsagerin. Ja. Oh, Blut. Ui. Hatten Sie dies voraus? Ich weiß nicht mehr, wer es ist. Oh, ja. Und das auch. Da war wieder ein Stich gesetzt. Die königlichen Gardisten sind treffsicher wie eh und je. Sieg! Sieg! Für den Neuling in der Königsgarde! Nein! Der Beste! Ihr habt mannhaft gekämpft! Ständig muss ich aufstehen!
Oh, Sir Edwin ist tot. Sir Edwin scheint ausgelaufen. Und dies soll der neue Hauptmann werden, der vom Neuling der Königsgarde besiegt wurde im königlichen Turnier, dass ich nicht lache. Ich kann Haus Weberlichen doch keine Schande machen, indem ich einen weiteren Champion von Haus Weberlichen verletze. Ich bin in einem moralischen Zwietrist. Zwietzwist. Man beachte, dass Sir Edwin genau schon zwei weitere Kämpfe schlug in jedem Turniere. Wahrlich. Und mit eurer wieseligen Ausrede macht ihr Haus Weberlichen stolz. Genauso hätte ich mich auch rausgeredet. So möge die gesamte Last sehr der schön. Verantwortung für Haus Weberlichen von jetzt an dem Frischlingssohn zustehen und nicht mehr mir. Ich wünsche ihm noch viel Erfolg. Gehören beide zum Feind, ne? Ja, ja. Nun denn, lauschet den Orden des Königs. Zu diesem jenen Moment. Weberlingen, Weberlichingen, haltet kurz die Klappe. So höret, höret. Eine kleine Unterbrechung des Turnieres. Was? Es begab sich vor ein paar Tagen. Aber was machst du denn, wenn Suni so haltet die Schnauzen! Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Zwei Adlige stritten sich um ein Erbe. In der Weisheit des Königs wurde entschieden, jene Adligen sollte diesen Streit beilegen. Durch einen Zweikampf. Jener wird jetzt stattfinden. Von Weberlichingen bewegt euren Hintern runter in die Arena. Zu Fuße, was? Ohne Rüstung, mit dem Schwerte. Oben auf! Hinab! Okay, das ist überraschend. Königlichkeit! Anspruch bereits ab. Oh. Dies ist mir egal. Okay. So geht runter und kloppet euch gar dolle. Eure Königlichkeit! Warte, wo geht's hier nochmal runter? Da. Eure königliche Gnade! Sir Edwin, ob ihr mir wohl eures geben könnt? Alter, diese Architektur macht mich wahnsinnig. Wie komme ich denn da jetzt? Euer königlicher Gnaden, einen Vorschlag zur Güte! Ohne Rüstung? Wollet ihr es nicht etwas spannender machen und beide mit Bogen bemannen, dass sie sich abschießen sollen von der gegenüberliegenden Seite? In der Bewegung! Die sind super! Wie wäre es gar mit einem Stapel von Speere? Sehr gut, ein Stapel voll Speere, so soll es sein, euer Gnaden! Ich bringe sogleich einen Stapel voller Speere! Doch dürfen sie nicht pieksen, sondern gar nur werfen! Bohmhoff! Ihr schafft das! Ich trete an für das gesamte Volk! Das habe ich nicht erwartet, als ich als Ansage antrat für jenes Turnier, wahrlich. Doch der Tag ist voller Überraschungen. Bohmhoff stopft ihm das Seinige. Ich liebe Bohmhoff. So, nun hier. Nehme er ein paar Pfeile. Speere. Wo ist der andere Knecht? Hier! Hier! Wie geht das? Hier! Und hier! Sie! Ihr müsst ihn den Kopf abschlagen und damit ihr das schafft, gebe ich euch einen Kuss! Mua. Oh! Den Kopf ab. Ein Haucher zart der Liebe nebelt meinen Verstand! Und wartet auf das trötende Tröten. Warte, wie geht das jetzt so? Und dann werfen, oder was? Nicht pfeifen, sondern tröten werde. Eure Majestät, ich errichte zu Ehren ihrer eine gar. Verdammte rechts? Scheiße. Und dann links, ne? Wo ist es hier? Eure Majestät, sollen wir mit oder ohne Rüstung kämpfen? Denn mir scheint, Bohmhoff trägt Lederrüstung. Wir können auch gerne nackt kämpfen. Nimm dir deine Adelskleidung, Bohmhoff. Hast du keine Adelskleidung bei dir, Bohmhoff, wie es sich geziemt? Der König entscheidet, dieses Duell soll im Nacken stattfinden. So entkleidet euch. Höret, höret. Der König hat Bohmhoff, immer recht. Stelle er sich bitte hinten nicht auf. Komm her mit. Die Mütze muss nackend auch ab. Hierhin. Er darf diese Linie nicht überstreiten. Genauso wie ihr. Kommt her. Man stelle sich an diese Holzpfähle, an diese Holzbarrikaden. Ja, näher bis ganz ran an die Holzbarrikade. Wahrlich. Und von da aus werfe man den anderen ab.
Du denn? Eure Regentenschaft! Herr Rittmeer, das Tröten soll beginnen! Hauptmann. Von Weberlichingen, so kommentiert bitte, leitet mit eurem feinen Kommentar mit eurer Spitzenzunge jeden Kampf. Ich lege mich so gleich hin. Fürwahr! Nun kämpfen zwei edle Recken, oder soll ich sagen, ein edler Recke und ein schäbiger Bohmhoff, der nur Tod und Niederlage verdient hat, Lügen gegen mich verbreitet und sie heute schon einmal verloren hat. Nun ja, ein Kampf unparteiisch kommentiert von eurem Lieblingskommentator und dem besten Adling im Lande. Auf denn! Bohmhoff hat schon mal gegen euch gewonnen. Warum sollte er nicht nochmal gegen euch gewinnen? Pimpet! Ein Treffer! Er traut von sein Knie. Er wird nie wieder Abenteuer erleben. Los, Bohmhoff! Pimpet! Er wird nie der große Abenteurer. Hauptmann, besorgt mir Speere! Fürwahr! Ich kann etwas länger dauern. Ich besorge mir Speere! Ich lasse hier die Speere! Die Speere können wieder eingesammelt werden! Nehmt die Speere auf, wenn sie an euch liegen! Ihr habt das im Knie! Oh. Nicht stehen bleiben! Ich sehe überhaupt nichts! Mehr ich werfen, die einen weniger Schuss, reden! Ein wahrlich guter Treffer. Oh, yes! Den königlichen Hauptmann. Da knien sie nun dann nieder. Hauptmann, Schande über ihn. Der Speer geführt von Gottes Hand. Ich war nur der Vasall des Göttlichen. So verdient, eurem Ende entkommt ihr nicht. So liegt ihr am Boden. Und was sammelt sich denn hier in diesen Schädel? Erneut lieget ihr nackt vor mir, blutend. Das habt ihr verdient. Ihre Ehre gestorben auf dem Feld der Mutigen. Wollt ihr mit der Schande sterben oder soll man euch helfen? Volk von Rastalop, war dies ein Befehl? Nein, nein, ein wenig weiterleben wäre doch ganz gut. Nein, weitermachen wir nicht mehr. Großartig, großartig, mein König. Und Nia, es ist gar spät, Vater! Schade, bitte, folgt den Anblick. Da. Der Anblick dieser Aasgeier, die sich in mein Sichtfeld beugten, wird mich bis ans Ende meiner Tage verfolgen, fürwahr, noch tiefer als Astfrieds Lied. Ja nun, nicht jeder Tag ist perfekt. Ich ergötze mich an den bisherigen Triumphen meines Hauses. Aber jetzt weiß ich wenigstens, warum sie einen Recken brauchten, der für sie streitet. Denn wenn sie selbst geritten wären, dann hätten sie ja noch weniger lang gelebt. Bohmhoff, ihr seid schäbig. Ihr habt bereits dieser Lüge öffentlich abgeschworen und habt keinen Moment eingetreten für Ehre und Anstand. Jede Gelegenheit nutzt ihr wie ein schäbiger Opportunist. Und weil ihr mich im Ränkeschmieden nicht übertreffen könnt, müsst ihr nackend zu kruder Gewalt vergreifen. So kennt man euch, so kennt euch nun das ganze Dorf. Mein Diener war ein besserer Bürgermeister als ihr. Nun erfreut euch doch an den Berührungen der Krankenschwester. Das ist doch das erste Mal, dass sie die Weiblichkeit anfassen mag. Das Erbe geht zu den Ehrenbesitz des Bohmhoffes. Buh, Bohmhoff, buh! Ich glaube, ich nicht verstanden, was ich gerade gesagt habe. Seid ihr verletzt? Mir geht es gut. Vielen lieben Dank. Er hat mich nicht ein einziges Mal getroffen, wie zu erwarten war. Das dachte ich mir. Ja, ich weiß sie, Bohmhoff, ich habe euch andauernd getroffen. Es war, alles, sie schleppen dort ein Speer mit sich rum. Männlicher, wenn sie nicht einen Speer im Fuße hätten. Ja, wahrlich. Halten Sie still, bitte halten Sie still. Wir wollen Blut. Wir wollen Ton. Werte Heilerin, ich glaube, ich habe doch einen klitzekleinen Kratzer hier abbekommen, wenn Sie gleich einmal noch nachschauen wollen würden. Er wurde doch getroffen von meinem mächtigen Speer. Ich habe lediglich dort im Türrahmen mir einen Splitter in den Knöchel gerammt. Nun! Eure Lordregentschaft! Nun seid es drum, die nächste Partie beginnt! Jede nächste Partie ist die finale bitte. Partie. Trinkt diesen heilenden Tee auch noch. Er wird die Schmerzen lindern. Nein, nicht, aber zumindest die Körper. Ich danke euch. Halbfinale Partie.
Ja, die seelischen sind eine andere Frage, ich weiß. Meine Liebe, ich muss zugeben, ich habe geschwindelt. Ich bin nur hier, um sie noch einmal wiederzusehen. Sagen Sie, dieser Heiltrank, heilt er auch ein gebrochenes Herz? Nun, leider nicht, aber sie werden nun die Prinzessin heiraten. So denn, alle bereit? Wird dir jetzt ihr gebrochenes Herz. Ja. Ohne! Hab Dank, edle Frau. Wir sollen sich kaputt hauen ohne Beleidigung. Gerne, gerne. So, warte, einfach die Trompeten erschallen. Wie kommen wir am schnellsten wieder nach oben? Der in Ungnade Gefallene, er soll dies nun kommentieren. Wahrlich! Ein großartiges Finale nach jener Schandtaten. So, das wollen wir uns natürlich jetzt nochmal angucken. Das Finale wird so glorreich, dass wir alle die letzten 5 Minuten komplett vergessen werden und nur noch an dieses Finale denken werden. Das wird natürlich nicht passieren. So, großes Finale. Soll ich den Suni Beat gewinnen, der Perverse? Oder Franz, dessen Gesicht ich schon mal Liebe gesehen oder habe Status, was ist wichtiger denn jetzt? Immer die Liebe. Immer die Liebe. Bitte was? Vergesst nicht, Prinzessin. Die Liebe ist ein inneres Gefühl, wohingegen der Status durch äußere Anerkennung kommt. Und Inneres ist immer wichtiger als Äußeres. Könntest du statt der Zofe den von Weberlichingen ehrlichen... Ich hab ziemlich viel Speere dabei. Wo ist die Tröte? Los! Dass nun endlich wieder Blut die Arena benetze. Für die Ehre! Bravo! Weiter so! Was ein schöner Treffer! Jubel! Das hat gezwiebelt. Für die Liebe! Rein mit den Bombs! Und da ist die Jetzt hau ihn vom Pferd, Sir Sunibert! Keine Schande übers Haus und über die Königsgarde! Ah. Hey. Jawohl! Das geht heiß her. Da ist Pöbel in der Arena. Ich habe es zurück auf die Tribüne geschafft. Hurra! Ein glorreiches Finale. Es treffen sich zwei Ritter. Vorzüglich, mein Sohn. Vorzüglich. Vorzüglich. Oh. Irgendwer wurde getroffen. Oh nein, vielleicht auch das Pferd. Das sah nicht gut aus. Dramatische Musik erklingt. Oh! Yeah. Sieg! Ein erneuter Sieg! Es ist Sir Sunibert! Sir Sunibert! Ein glorreicher Sieg für Haus Weberlichingen! Jawohl! War vorzüglich! Vorzüglich famos! Sir Sunibert, ihr seid fantastisch! Vielen Dank. Dankeschön. Rastalot gewinnt das Finale. Doch nun kommt das von mir ganz willkürlich angekündigte Finalfinale. Sunibert gegen den Hauptmann. Um die Hand der Prinzessin. Warum bekommt der Hauptmann einen Platz im Finale, obwohl Sunibert sich durch das gesamte Turnier gekämpft hat? Das erscheint mir jetzt als fairer und parteiischer Berichterstatter natürlich etwas schwierig. Muss ich sagen, tatsächlich. Wie bitte? Tut mir leid, ich war kurz abgelenkt. Ich bin für alles. Sir Sunibert! Leben und Tod. Arme Prinzessin. Aber ist das jetzt ein Kampf mit dem Schwert oder ein Kampf mit dem Pferd? Nimm doch statt Sir Sunibert jemanden aus dem Hause Weberlichingen. Oder Rast. Königliche Willkür. Sieh doch nur zu deiner Linken. Königliche Willkür, glaube ich, trifft es ganz gut. Oder deiner Rechten. Oder was ist hier noch? Letzte Vorbereitung. Da wird sich hoffentlich nochmal geheilt. Muss ja alles auf Augenhöhe sein. Lass endlich vor etwas geschehen. Finale! Hat der König noch etwas anzukündigen? Am morgigen Tage!
Am morgigen Tage solle zur Feier der Feierlichkeiten des feierlichen Feiertages des heutigen Tages ein Ball stattfinden im Schlosse. Oh. Oh. Alle sind eingeladen, sogar der stinkende Pöbel. Oh, ein Ball. Diese Balle wird auch die Hochzeit der Prinzessin vollzogen. Gefeiert, nicht vollzogen okay, in diesem das ist Sinne. Interessant. Ein schöner Ball. Ihr wisst, was ich meine. Nun schweigt. Meint ihr? Und freut euch. Erzwungen. Lang lebe der König. Und ich auch gleich eine Gelegenheit, die Hochzeit des Prinzen und meiner Tochter mitzuvollziehen. Nun eilet nicht vorschnell. So lasset uns erst das Blutbad hier beenden. Ich kann derlei Entscheidungen nicht spontan treffen. Besten Glocken schlagen. Meine, wenn ich vom Ball höre, doch wann wird der Ball stattfinden? Besten Bälle schlagen. Wann der Ball stattfindet? Wer will die königlichen Bälle schlagen? Zu einer Uhrzeit, welche ich mir noch nicht erdacht habe. So haltet eure Klappen. Okay, also ich bin noch nicht so hundertprozentig. Also die. Nun, wahrscheinlich, wenn es dunkel ist, nehme ich an. Entscheidung, wer die Hand der Prinzessin hält, ist ein bisschen willkürlich. Sehr gute Frage. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber hey. Wenn das alles dazu dient, zu verhindern, dass der Plan der Leberlichingens sich in die königliche Familie einheiratet, dann ist Willkür durchaus angemessen. So saget jawohl, eure Majestät. Nun wird das Finale stattfinden, in dem erneut zwei Mitglieder der Königsgarde um Ruhm und Ehre streiten. Sir Sunibert gegen Hauptmann Toromir Schlotze zu Schwerschwanstein. Fürwahr. Sir Sunibert! Geht es direkt auch um den Hauptmann? Ich weiß nicht, wer gewinnen soll! Nee, sollen beide sind sterben. Alle Majestät, geht es erneut um den Hauptmannstitel? Irrt auf den Totengräber. Nein! Nun denn! Lediglich so reitet um und Sir Sunibert macht uns Ehre! Jawohl! Ja, wir warten auf das Signal! Du stinkender Sunibert! Für wen zum Teufel soll ich jetzt sein? Sie stinken! So, jetzt geht's hier los. Ein wahrer Treffer! Da knapp vorbei. Oh. Wer ist wer? Oh. Ich glaube, Zoon hat das weiße. Ne, haben beide. Ich bin vom Pferd! Mann, was sind die beiden? Beide weiß. Wer ist wer? Ich bin so aufgeregt. Sir Sunibert, ihr werdet obsiegen, ich weiß es! Sir Sunibert! Es ist so spannend! Wer kann sich länger auf Rosse halten? Mit all diesen Wunden! Sie bluten, es tropft. Das hat gespatzt. Oh nein! Oh Gott. Ich glaube, gleich geht einer down. Wir brauchen bald jemanden mit dem Mischpop. So viel Blut! Schnell sie nicht an die Linie, was ist denn da los? Also entweder die Pferde fließt ab oder einer muss jetzt verbluten. Diese beiden Recken sind wohl gerüstet. Da sieht man mal, was sie abkönnen, ne? Und sie treffen! Oh, und sie sind kampferprobt! Ein Treffer. Okay, die sind alle... Majestät, ihr habt wohl gewählt mit der Wahl eurer Garde. Es geht um meine Schuhe. Oh Gott. Ich wurde noch nicht einmal getroffen. Ich bin gar aufgeregt. Sir Sunibert! Jetzt haut ihm vom Sattel für das Haus! Ha, den aufs Maul! Der alte Hauptmann steckt das war's! Nein! 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 Sir Sunibert! Nein! Sir Sunibert! Tor hat gewonnen! Ich hab's genau gesehen! Quasi auf der anderen Seite! Der Fluch! Der hat nicht mal zu lange im Regen geschrieben! Trug! Oh! Nun, das von mir vollkommen willkürlich eingeführte Finale hat Folgendes ergeben. Der Hauptmann Toromir wird die Hand der Tochter bekommen. Eieiei. Nun, werte Prinzessin, gebt mir euren Segen und gebt mir euren Segen, werte Prinzessin. Ich habe für wahr gefochten. Und diesen Sunibert zu Boden geschickt. Stecket mir eure Ehrerbietung auf die Lanze.
dass ich euren Schwur entgegennehme? All meine Pläne! Ach! Vater! Meine! Ja, das tut mir leid. Es tut mir leid. Aber euer Schicksal ist besiegelt. Ich wünschte, es wäre anders gekommen, aber ich war schwach. Ich habe nicht mein Bestes geben können. Aber wahrscheinlich werdet ihr an der Seite vom Hauptmann glücklicher. Ich wünsche es mir, denn euer Glück ist mir wirklich sehr wichtig. Und geht an seine Seite. Oh mein Gott! Er hat die Worte eines Charmeurs! Das ist natürlich jetzt tragisch, ne? Werde ich betrogen um meines Preises? Werter König? Ja. Tochter? So, gib dem Mann deine Hand. Denkt an den Sumpf, Prinzessin. Was, an den Sumpf? So steigt ab von eurem Pferd und nehmt runter euren Helm. Hey. Hier ist meine Hand. Oh, wie weich die ist. Nun, ich werde nur das Beste für euch wollen, Prinzessin. Im Kampf sowie die Ehre und alles, was jemals war. Schwester, ist es das, was ihr wirklich wollt? Erinnert euch an die Worte von Mutter. Mutter, ich kann nichts machen, Bruder. Oh. Okay. Und dann fahret mit der Farce vor, eure königliche Hoheit. Gibt es noch mehrere Punkte? Ich muss die Zinnen kontrollieren. So freut euch auf die morgige Zwangsvermählung. Frohlocket! Großartig. Lange lebe die Königsfamilie. Wahrlich, ein großer Tag für sinnlose Gewalt und das Patriarchat. Es ist gut, dass in diesem Königreich weiter die alten Werte herrschen, nicht wahr? Gemeinsam mit dem alten Adel. Fürwahr. 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 Trinken wir noch Gratisbier in der Taverne? Dann ist das Turnier jetzt vorbei, würde ich sagen. Nun, ich bin sicher, niemand von euch ist erfreut darüber, dass das Haus von Weberlichingen kurz vor der Zielgeraden, obwohl wir schurkisch sogar zwei Ritter ins Turnier einschleusten, kurz versagten. Doch nun wird der Barde euch noch ein letztes Lied singen, bevor er hinterher im Kerker verendet. Hurra! Ein schlechter Tag für die Kunst, ein großer Tag für die Gewalt. Was will man mehr? Großartig. Bravo. Sehr gut, auch ein schönes Abschiedsständchen. Ich möchte mich zuerst bei allen Einwohnern Rustalots bedanken für die freundliche Aufnahme des Janzelot Hegesporn hier bei euch. Es war mir eine Ehre, für euch spielen zu können, für das Königshaus, die Adligen, wie auch für das Volk, das alles hier am Laufen hält. Es ist mir wichtig, euch zu sagen, dass wir gemeinsam Dinge tun müssen, um auch weiterhin zu bestehen. Und so habe ich euch allen, dem König, dem Adel und auch dem Volke, ein Lied gewidmet und möchte es euch kurz vor meiner Abreise oder meinem Tod im Kerker vortragen. Was da hinten? Ja. Gar legendärer Bade. Zieht die Schwerter, Äxte, Hämmer, poliert die Lanzen, spannt die Bögen. Oh Männer, bald zieht ihr in den Krieg. Legt an die Rüstung und den Helm, blickt grimmig durchs Visier. Denn was dann noch zählt, ist nur der Sieg. Die alte Welt ist längst verloren, in die neue trägt euch der Wind.
Unser Feind ist auserkoren, macht euch bereit, bevor die Zeit verrinnt in den Nebeln von Rastelor. O tapfere Händler und der Schmied, die Adelshäuser, die es hier gibt, kämpft gemeinsam mit dem König und singt das alte Lied von glorreichen Schlachten, Helden, die den Tod verachten, die Leid und Schmerzen trotzend schon so oft gesiegt. Tragt euer Banner stolz ins tödliche Ringen, Schritt für Schritt durchbrecht des Feindes rein. Nur mit Mut und starkem Willen wird der Sieg bald euer sein in den Nebeln von Rastelor. Wenn der Lärm der Schlacht sich legt, die Nacht im Morgenlicht vergeht, seht die Schönheit dieses Landes, ist das der Mühe Lohn? Ehrt die Toten, sie sind Helden, ihre Seelen sollen reisen. Schürt die Feuer, lasst sie lodern in alter Tradition. Die alte Welt ist längst verloren, in die neue trägt euch der Wind. Euer Feind ist auserkoren, macht euch bereit, bevor die Zeit verrinnt in den Nebeln von Rastelor. Ich danke euch. Bravo! Aber sieht aus, als wenn er eine Fliege ist und ich zerquetsche die. Wahrlich famos. Geht das auch so? Damit nee, ne? Könnt ihr getrost abtreten und im Kerker verrecken. Ja. Fürwahr, eine große Darbietung. Nun lebt wohl. Grandios, war schön, grandios. Euch gekannt zu haben. Ich mir die Ketten an, wo muss ich Vater, hin? Kann er nicht meine Schwester heiraten? Ich glaube, das war's. Nein. Jetzt gucken wir mal nach unserem und kommen Pferd. Kommen wir zum nächsten Punkt. Was, noch einer? Im eigentlichen Finale eines jenen Turnieres. What? Mein Sohn. Jener welcher Hierer dort wird nun seine Macht demonstrieren, indem er gegen einen der mächtigsten der Königsgardisten antritt im Schaukampfe. Sir Glanzer, mein Sohn begibt dich in die Arena. Noch ein Kampf. Gut, Schubs. Der Prinz kämpft? Das Finale. Der Prinzessin bekommen? Nein, die ist nur ein Prinzessin. Ich hoffe, der Boden ist nicht aufgebrochen von meiner Muskelmasse, die auf ihm rauskommt. Die ist durchgebrannt mit Astfried bestimmt. Heilt den Boden. Die Prinzessin ist hier. Die Prinzessin ist weg. Die Prinzessin, wo ist die Prinzessin? Die ist hier. Die Prinzessin ist direkt hier. Selbst keine unsinnigen Gerüchte in den Weltex-Eheweib. Aber können wir sicher sein, dass es die echte Prinzessin ist? Doch, so ist es nun. Was meint ihr denn von mir? Ich traure gerade! Seht ihr nicht ihr hübsches Gesicht? Das gibt es nur einmal. Oh, halt. Nun wird der Prinz glorreich und heldenhaft seine Macht demonstrieren, ohne dabei die Hand seiner Schwester zu gewinnen, wie ich vermute. Oder, Eure Majestät? Oh, das ist korrekt, es ist nach wie vor ein Schaukampf, wie ich es schon 500 Mal erwähnte. Also. Nun, so bringe man mir ein Pferd. Nein, jetzt nimm ein Schwert, geht's schneller. Ein Ross für den Prinzen, ein Königreich für ein Pferd. Ich wäre dafür, wenn es jetzt einen Kampf mit Schwert gibt, ohne Pferd. Man besorge Pferde. Sie sollen auf einem Huhn reiten. So fürchtet euch nicht, Volk von Rastelot. Ich werde Milde walten lassen und ihn nur ein ganz klein bisschen töten. Keine Sorge, das Blutbad wird nicht allzu schlimm. Ja, töt ihn nur ein bisschen. Töte ihn ein bisschen mehr.
Norbert. Ein Speer bräuchte ich noch. Einen gar mächtigen Speer. So, noch ein Finale. Ist es dann das letzte? Ich bin mir jetzt, worum geht es hier noch gleich? Zahlreiche Fäden. Nicht errungen zu haben. Jedoch ein guter Versuch, Eberlichingen. Wahrlich, ich tat mein Bestes, Eure Majestät. Beziehungsweise meine Ritter taten ihr Bestes. Ich stand hier oben und das Pferd ist in den Worten gab. Captain. Flakon. Nun denn! Tötet das Pferd! Wechsel ich meine Seite, mein Prinz! So, machet euch bereit! Lady Patina! So, tröte sie! Ich liebe Frank! Sagt ihn, mein Prinz! Was? Ui, da ist er aber knapp ausgewichen. Was der passiert Schuft. Jetzt? Wahrlich, mein Prinz, beinahe hättet ihr ihn getroffen. Dein Bruder. Er was fällt ihm ein, auszuweichen? Hm? Hat er überhaupt nicht was ja. Sollte fällt auf die richtige Seite. Sir Glanzer, wärt ihr ein treuer Mann der Königsgarde, würdet ihr euer Leben wegwerfen. Die sind für auf der falschen Seite. Ich bin der... Aber er sticht doch nun schon daneben. Hat er getan? Hat er dies mit einem Treffer? Aua! Der mächtige den König! Der Prinz! Scharade! Verrat! Wie tot ist er? Wie tot ist er? Sprich! Er sieht gar sehr tot aus. Gibt's auch nicht. So, Frohlocke! Wahrlich! Ob der Macht des Prinzen! Tödlicher Treffer, mein Prinz! Ein Hoch auf den Prinzen, Lancelot! Ein Hoch auf den Prinzen! Der Prinz ist der größte Krieger des Landes! Seid ihr es, Commodus? In der Tat, fürwahr. So soll es geschrieben stehen, auf dass seine Söhne auch noch stürben von diesem Stich, den ich ihm gab. Ja, wundervoll. Okay. All meine Nachkommen, mein Prinz. Ein abgekartetes Spiel. Oh mein Gott, ein Bär! Und sie versuchen, das Nötigste zu tun. Pass auf, Prinz! Achtung! Oh. Der Unheil! Okay, da kommt jetzt noch jemand. Was passiert hier? Lächerlich! Er hat mich herausgefordert. Er will, dass ich auch ihn zu Boden hecke. Du bist es schon, jetzt in meiner Glanzesrüstung dein Spiegelbild zu sehen, du Weichlauch! Du kämpfst niemand verletzt meinen Frank! Die da buckeln und knien vor dir und du willst dich Thronfolger nennen? Machen! Feuer öffnen! Nicht! Alter Schwede! Oh mein Gott, er scheint nicht beeindruckt. Feuer einstellen! Wenn ich ein Dämon! Feuer einstellen! Feuer einstellen! An der König ist Kopf! Hut vom Kopf geschossen, okay, das gefällt mir. Eure paar lächerlichen Pfeile erschüttern mich und Bruder überhaupt nicht! Meine Rüstung und ich sind Bruder! Nun, aber wenn ihr euren Worten Taten folgen lassen wollt, junger, lauchiger Prinz, dann zeiget, was ihr könntet und holt doch das Diadem eurer Schwester aus meinen Fängen zurück. Oder habt ihr Angst und buckelt vor eurem Volk? Nun, mitnichten hab ich Angst, nicht läge mir ferner. Ein wahres Blaublut kennt das Wort Angst gar nicht. Ich werde euch ja bezwingen, glaube ich. Doch, ja, Bruder. Zum Sieg, mein Prinz, zum Sieg. Ein
Ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, er hat ja gerade gezeigt, dass er nicht zu verwunden ist. Natürlich ein bisschen gemein. Auf geht's, unser Prinz! Ich fürchte, er stirbt jetzt. Königliches Blut sehen! Nun denn! Fanfare! Oder was auch immer! Und ich werde zeigen, dass euer Prinz ein Prinz ist, den ihr sicherlich nicht zu eurem Thronfolger machen solltet! Und der alte König, der ist eh schon so alt, dass er abtritt! Mein Sohn, strecke diesen Unhold wieder! Rüstung ein. Dies werde ich. Ich warte nur auf den Fanfarenruf von Lady Patina und dann werde ich den Unhold in den Boden rammeln! Patina so tröte, so rammelt ihn in den Boden! Aha, er spielt ja unfair! Es wurde noch gar nicht getötet! Nun gut. Zeig, was du kannst, junger Prinz! Gib deinen Kopf! Ja, also, was ist der Plot? So vielleicht gewinnt er und dann mutiert der andere, aber zu irgendeinem. Wir sind beide gleich gut, wie er scheint. Der Typ in Komplettrüstung. Superheld oder so? Ich meine, der hat ja gar keine Chance. Ein ebenbürtiger Gegner. Der Typ kämpft sehr gut. Der Prinz kämpft wie ein Mann. Zweikampf! Ich bin viel zu weit entfernt! Du Feigling, komm her! Ich habe ihn schon 43 Mal getroffen! Komm her! Ah, da ist... Trefferbums! Was war das? Trefferbums! Ich werde dir deinen königlichen Kopf von den Schultern entfernen! Komm her, du Schuft! Mein Prinz, vernichte ihn! Das Land weiter in Angst und Schrecken zu versetzen! Ich rette Rustalot, so wahr ich Frank heiße! Komm her! Ai, aua, aua. Ich liebe Frank! Ich ja, liebe Frank! Hier, hier! Hey, der wird zu den schrecklichsten Tagen meines Lebens! Er spielt nicht nach euren Regeln! Nach wessen Regeln spielt er dann? Komm her! Er ist der Prinz, er hat seine eigenen Regeln! Ich reite hier auf einem Bären in den Turnierplatz und hab die Stirn von Regeln zu reden. Ihr seid ein schäbiger Halunke und der Prinz ja, was war das? Oh, oh mein Gott! Hä? Wie ist das passiert? Jetzt soll er jetzt die Zofe heiraten. Da liegt er nun, euer Prinz! Er in seiner vollen Rüstung wie ein Mann in Stoff gekleidet niederknüppelt. Da liegt er nun. Ehrlos! Ihr elenden Gardisten! Oh König! Der Prinz! Die Angelegenheit, ja? So haltet inne mit euren Pfeilen! Bruno! Beruhige dich! Sie Schwein! Hat er auf dem Stachelschwein angeredet? Jetzt du Rotzbengel! Verschwinde! So höret! Ihr müsst ihm helfen! Prinzessin und König! Ihr hattet mir einen Zweikampf versprochen! Nein, nicht noch ein Kampf! Eine elende Farce! Was war dies? Ist nicht noch ein Kampf fordern wird. Ist dies euer Prinz und Thronfolger? Wart ihr es? Nun, ich möchte gar meinen, dass euer Land schwach ist und von nicht edlem Geblüt. Wenn ihr nicht mal euren Pöbel unter Kontrolle habt. Wir brauchen Turm hier. Pöbel, so tut doch was. So igelt ihn. Jeder schießt! Auf ihn! Bruno, hol dir das leichte Pöbel! So, halte mal! Das hat doch keinen Zwecke! Was will ich sehen? Bruno! Nein, Bruno, bleib hier! Lass meinen Bären in Ruhe! Das voll kämpfen! Ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll. Aber wir können ja auch mal einen Pfeil schwingen hier. Wozu haben wir so viel? Wo ist er? Da. König, haltet eure Männer zurück oder ich richte sie alle! Ich glaube, ich habe einen getroffen, ich weiß nicht mehr wen.
erscheint mir gar unbesiegbar. So ist es. Denn ich habe von der Frucht der Lenden gekostet. Was? So, dass ich die Stärke eines Bären, die Augen eines Falken und den Blutdurst eines Wolfes innehabe. Ich kann mich besiegen. Keine eurer stählernen Schwerter oder irgendwelcher Pfeile. Also, wenn ihr nicht euer Leben verwirken wollt, dann entschwindet sofort. König! Und Prinzessin, ihr verspracht mir etwas. Ich besitze immer noch euer Diadem. Unbesiegbar, dass ich nicht lache. Ich sah euch heute in meiner Vision. Meine Kugel, sie sagte mir, wie ich euch besiegen kann. Ihr seid ein ganz schädlicher, ganz schandbarer Dämon. Hinfort mit euch! Hinfort! Klaatu! Verata! Oh geil, sie verzaubert ihn. Verzieht euch! Ich kann helfen, solange der Augen noch steht! Bruno! Verzieht euch! Schaff mir dieses... Beschützt die Wahrsagerin! Klaatu! Das ist doch hier, nicht Tanz der Teufel, sondern, wie heißt das noch? Nimm den Sprint des Wie heißt der Film noch? Nicht Tanz der Teufel, sondern... Nein, nicht Dracula. Mit dem Buch und... Alter Schwede. Ihr werdet eurem Schicksal nicht entkommen! Army of Darkness, danke. Armee der Finsternis, genau, das ist aus Armee der Finsternis. Ich werde euch schänden! So höret auf! So geht weg von hier! Der Helmfeld wieder. Nun, König, ihr werdet eurem Schicksal nicht entkommen! Hört auf zu schießen, Wachen! Aber mein König, vielleicht nur noch ein oder zwei Speere, bis wir ihn haben. Ich werde dich auf ewig verfluchen, du Seeungeheuer! Vielleicht sind es exakt 113 Speere! Rettet die am Boden! Ist der Unhold noch draußen? Was? Wie der kann Prinz? Das sein? Der Prinz! Er ist unsterblich! Das ist ja so albern. Wo ist das Wechselbalg? Wo ist es? Ich verspüre neuen Lebensmut mit ihm. Ist er dies das Nadelkissen? Ich ziehe deinen Kopf vom Torso. So kann er wohl nur Schlechte stoßen. Oh, das Stoßen werde ich ihm zeigen. So komm er her. Ich stoße ihn in Grund und Boden gar. Ich stoße dich in Grund und Boden. Ist das schon alles? Hat er vergessen, wie man ein Schwert schwingt? Oh Gott, jetzt wiederholt es sich. Beleben so werde ich es, der den Dämon bezwungen hat. Und wenn es den ganzen Abend dauert und in die Nacht. Lächerlich, den Pöbel. Für eine Hexerweckung! Sie ist immer noch so schwach, euer Prinz! Wir könnten doch mal die Nummer mit den Speeren versuchen! Dies war doch nur eine kleine Vorführung dessen, was gleich mit euch geschehen wird! Ihr lumpiger Lump! Ihr Hosenstrumpf! Ein Zweikampf! Natürlich! Ich bin bereit für den Zweikampf! Komm her! Komm her! Oh, dies hätte mir von Anfang an gefallen, nicht auf euren niederen, dreckigen Bären hier! Sofort, Bruno, in Ruhe! Komm her! Ach, ohne Bruno seht ihr aber ziemlich schwach aus, nicht? Haha! Dies und das! Oh Gott, hör auf! Prinz! Warum nur so, stehe doch auf! So, höret auf zu schießen! Aber mein König, vielleicht nur ein weiterer Speer noch! Nun, wie viele haben mir scheint, dass... Genug, mein Freund! Sperrwurf, der wird hier gehängt! Sehr gut! Wir brauchen keine Speere, wir brauchen nur meine Kraft! Meine Kraft, die ihn jetzt niederstrecken wird! Sperren Sie sich doch nicht dagegen! Dreimal hast du mich schon niedergestreckt! Du pupsnasiger Bastard! Was kannst du schon, Dreimal hast du mich niedergestreckt, doch ein viertes Mal wird es nicht geben. Ich werde dieses Königreich retten! Ganz gewiss werde dir das, mein Prinz. Du erst nochmal! Was ist das? Eine Farce! Eine Farce! Wenn wir noch ein bisschen warten, sterben sie vielleicht an Altersschwäche.
Damit wird es geschehen. Zusammen mit dem Volk, zusammen mit dem Königreich. Gemeinsam. Pulbel und König werden euch besiegen. Das ist mein letzter Speer, den behalte ich mal. Schlag ihn mit dem Stein nieder, Estella! Schlag ihn mit Wild nieder! Vom Volke zerfetzt! Nehmen wir doch Abstand! Hinfort von dem Igel! Oh, der ist unten. Wir sollten folgen! Auch wenn ich nicht berechtigt bin, das Schwert zu schwingen, ich werde es dennoch versuchen! Oder dein Ende, mein Prinz! Ich kann kein Schwert töten, nicht mal euer Schwert! Habt ihr keine Hexen, die eure Arbeit erledigen können? Trete zurück, er ist geschwächt, wir können ihn jetzt verbannen. Nun, jetzt Dämon bist du geliefert. Klaatu, Verata, Nektu, Klaatu, Verata, Nektu, Klaatu, Verata, Nektu. Verziehe dich dorthin, woher du gekommen bist! Ich werde euch verfluchen! Ich komme wieder! Ich schwöre! Alle Mörder! Oh shit! Oh Gott, er wird schwach genug! Der Prinz hat es geschafft! Hurra! Gut gemacht, mein Gott! Prinzen sollten wir aber nie lassen. Hoch lebe! Wundervoll! Die Hellseherin! Du hast mein König! Wie ein echter Held! Mein Prinz, ich habe etwas für Sie! Das Volk hat mitgeholfen! Ich habe es für Sie aus dem Kampfgetümmel gerettet! Dank der Dämonenschlechter! Oh, so habe Dank! Das Volk und ich, wir beide, Königshaus wie Volke, gingen Hand in Hand gegen diesen Unhold vor. Alleine, Vater, hätte ich es nie vollbracht. Alleine hätte ich es nie vollbracht. Nur mit Hilfe des Volkes. Ein Hoch auf den Prinzen, der da uns rettete vor dem Unhold. Aber er nahm meine Krone. Ein Hoch auf den Prinzen. Eventuell auch ein weiteres Hoch. Auf Maukerella, die Hellseherin, welche den Unhold verbannte. Übernatürlichen Kräfte. Das war ein kleiner Scherz. Steht auf. Die Hellseherin. Habt Dank, dass ihr mitgeholfen habt, ihr edles Volk. Nur mit eurer Hilfe und natürlich des Prinzen großer Stärke haben wir es geschafft. Aber was ist mit dem Diadem, welches der Unhold besaß? War das aufgefunden? Er sprach davon, er hatte es bei sich. Vielleicht fällt es ja vom Himmel herab, dort wo er hinaufflog. Ja, vielleicht. Ich fange es. Ich glaube, ich sehe es. Vielleicht, wenn wir lang genug nach oben schauen. So, schaut an nach von den oben. Sternen. Da. Vielleicht wird es fallen. Wir rufen dich an! So. Strecket alle die Finger in die Lüfte. Was ist das oben da, das Weiße? Fang das Schwert auf. Alle meine Kraft mit dir. Das ist der Mond. Auf das du auftauchst. Das ist der Mond, ja. Ja, es ist kein Bier. Dort ist es! Abgefangen! Okay. Dort ist es. Das Diadem ist aus dem Geisterreich gekommen. Tochter! Das ist dir dem! Prinzessin, nun so nehmt es euch. Prinzessin, hier! Die ist weggelaufen! Da hinten! Nein, da hinten! Prinzessin, das Diadem, hier! Ich nehme es ab! Ihr Diadem! Wo ist sie denn? Dort drüben, Vater, sie steht neben ihrer Zofe.
Ihr wart so mutig. Ohne das Volk hätte ich es für wahr nicht geschafft. Dies war ein gemeinsamer Sieg. Hab Dank für eure edle Rettung. Sehr gerne. Merken Sie sich einfach nur meinen Namen. Sir Wilbald, Erben von Bohmhoff. Immer zu Diensten. Ihr habt jetzt so fürstlich gekämpft, ja. Ich hab bloß mehr raus, verhohne, piepelt uns der Unhold. Okay, ich glaube, ist jetzt Party jetzt vorbei oder passiert jetzt noch was? Passt es dir nicht? Bist du rausgewachsen? Weil das ist das männliche Diadem. Oh nein. Oh Geister, ihr habt das falsche Diadem aus dem Geisterreich geschickt. Oh nein, so schicke ich doch das richtige. Das war der beste Tag meines Lebens. Wenn wir lange genug nach oben gucken, vielleicht nochmal. Hat eben auch schon geklappt. Ja, oh zeige ja, noch einmal oh ja, nach oben. Da leuchtet doch was. Ich zeige da leuchtet oben. Doch das ist immer noch der Mond. Das weibliche Diadem. Ist das da? Oh. Das weibliche. Das weibliche Diadem wahrscheinlich. Vielleicht ist das ja auch das weibliche. Das ist was so. Ja. Da oben. Das ist man nicht, ne? Ja. Seht ihr das? Ha? Da? Oh ja, es ja, kommt auf uns kommt näher. Es näher. Kommt auf uns ist zu. Ist das doch? Ich sehe es auch. Ich spüre es. Gar nicht. Großartig. Ich spüre gar nichts. Was? Wo? Ich wollte dir etwas spüren. Ich hau auch immer. Ich bin betrunken. Oh, allmächtige Schwester, vielleicht fällt es euch direkt schon auf den Kopf. Ich nacken. Oh, ich spüre, dass die Geister uns mitteilen, dass es sich gerade noch im Transfer befindet. Okay. Ich such mal eben mein Pferd. Heute ist der schrecklichste Tag meines Lebens. Wir sollten den Transfer besteuern. Die sind auch unterbezahlt, Geister. Wir sind einfach zu wenig. Ihr habt sehr eindeutige Wahrsagungen. Vielleicht sollten wir mit Mutter reden. Das sind immer eindeutig. Okay, ich guck mal, ob mein Pferd da ist, damit wir gleich nach Hause fahren können. Ich bleibe hier, bis das erscheint. Für meine Schwester will ich alle. So, wo haben die Pferde alle? Das ist das Diadem. Hier ist es. Opa. Das Diadem ist da drüben. Oh, das Diadem ist in der Zwischenzeit gekommen. Das ist mein Pferd! Das der lahme Horst, lahme. Das ist lahme. Hier, Prinzessin! 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 Jetzt nochmal das endgültige Finale: Pferd gegen Pferd. Ja, das ist eine gute Idee. Alle Pferde gegeneinander. Pöbnis und kehren auf die Ränge zurück. Was? Passiert nochmal irgendwas? Ich glaube, die Veranstaltung ist jetzt zurück auf die Ränge. Habt ihr ein Pferd dabei? Was? Wie zurück auf die Ränge? Passiert jetzt noch mehr? Nein. So sprechen Abschlussworte zum heutigen absolut perfekt gelaufenen Abend. Okay, Abschlussworte. Nun, jenes Turnier war ein Triumph für Ordnung und für die alte Ordnung, in der die weltliche Macht, das Königshaus, über jeden okkulten Humbug in diesem Lande glorreich und ohne irgendwelche Probleme und ohne irgendwelchen Schluck auf direkt und eindeutig triumphiert hat, auf das jedweder Aberglaube damit aus dem Reiche verbannet sei und wir einer glorreichen Zukunft unter König Chagos und Prinz Frank und seiner eventuellen Gemahlin entgegensehen. Nicht wahr? Für wahr. Danke fürs Kommen. Morgen wird euer Leben wieder trist und traurig sein, es sei denn, ihr seid von Adel. Dann wird es schön und luxuriös sein. Doch das ist nun mal nicht jedem vergönnt. Lebt wohl! Hurra, hurra, höre Jubel! Hurra! Sehr schön, schöne Veranstaltung. Oh, liebe das Königshaus! Jetzt ist es an der Zeit, dass wir uns auf unser Pferdefreund schwingen und nach Hause ins Dorf galoppieren. Aber ich muss euch sagen, also die haben da echt eine Menge Mühe reingesteckt. Viele Ideen, viel Arbeit, das war schon cool. Es hat natürlich wirklich jetzt so sich ein bisschen gezogen, ne? Keine Frage. Aber das soll gar nicht als Kritik gemeint sein, denn
Die haben sich da wirklich schon einige coole Sachen überlegt. Aber mich dürstet es nach Action jetzt. Ich bin jetzt auch. Ich galoppiere jetzt ins Haus und werde mein Pferd in den. Wo ist der? Da ist mein Haus, wo ist das Wirtshaus? Da hinten, ne? Da. Werde mein Pferd hier parken am Wirtshaus, da wird es getränkt und gefüttert. Hier. Sehr schön. Oh, da kriegt's was zu essen. Da freut es sich. So, und dann betten wir uns. Mir ging das Turnier zu kurz. So. Ihr Lieben. Vielen Dank auch heute fürs Zusehen. Ich habe es jetzt ja auch schon mehrfach gesagt, war natürlich heute jetzt aus unserer Perspektive ein bisschen passiver als sonst, aber das ist auch okay. Man kann auch mal zusehen. Ich muss mal gucken, was der morgige Tag bringt. Irgendwie diese Woche ist die Woche der Unverbindlichkeiten und der spontanen Stream-Aktion. Eventuell werde ich morgen nochmal kommen für das, für den Abschluss oder übermorgen. Es geht ja bis Sonntag, wenn mich nicht alles täuscht. Einen Tag würde ich schon ganz gerne noch machen. Damit das jetzt nicht quasi so alles in der Luft endet. Aber bis dahin war es das erstmal mit Tag, was war es denn jetzt? Tag 6, ne? Gestern war ich ja nicht da, da war ich bei Rocket Beans. Also war es, glaube ich, Tag 6 und für mich Tag 5, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Naja, jedenfalls haben wir Herrn Weberlichingen auf jeden Fall heute wieder geschlagen. Das stimmt, wir sind, was das angeht, voll im Soll. Tag 7 war es, für mich war es dann Tag 6. Irgendwie so. Genau, ich freue mich wie immer über eure Kommentare. Wie hat euch dieses Turnier gefallen? Und was versprecht ihr euch noch von den letzten beiden Tagen? Ich sage erstmal Tschüss. Das war's von Rustalot für heute.